mag die maar zingen, die zum Lachen bringen. Showmaster bleibt mein Beruf. Showmaster war sein Beruf, ein Beruf, ein Beruf, den der Teufel schuf. Hat Rudi einen Gag gesucht, dann hat seinen Job verflucht. Trotzdem war die ziemlich gut schon klar, dass die Show für ihn sein Leben war. Und tanzt man auch auf dem Gebuch. Man kann etwas machen, dass die Menschen lachen. Showmaster war sein Beruf. Showmaster war sein Beruf. Showmaster war sein Beruf. Alle Gäste dieser Sendung auf einer einzigen Bühne. Und alle wollen sagen, danke Rudi. Seit einem Jahr ist er nicht mehr da. Fernsehdeutschland vermisst ihn, ich auch. Ich habe 9 Jahre neben ihm gesessen und ich habe mir 9 Jahre lang auch öfter von ihm angehört, was falsch gewesen ist. Hass hat er mir öfter gesteckt. Er war mein Mentor, mein Showgewissen. Und wenn man so eine innere Stimme hat, die wird man nicht mehr los. Nun, meine Damen und Herren, startfrei für Rudi Carrell und sein neues Spiel am laufenden Band. Am laufenden Band, das habe ich damals natürlich immer verschlungen. Wir schaffen täglich am laufenden Band, fühlen uns kläglich am laufenden Band. Und sind am Wenn man erstmal im Fernsehen ist und hat diese unglaubliche Gier, diese ganzen Gegenstände mit nach Hause nehmen zu wollen, da schafft das Gehirn unglaubliche Höchstleistungen. Jetzt. Ein Bierfass, ein Küchenmixer, ein Schallplattengerät, eine Reisetasche, ein Fresskorb, eine Tischtennisplatte. Das ist ja echt unglaublich, was die damals für Geld für die Deko rausgehauen haben. Die haben ja wirklich das halbe Phantasialand da ins Studio gestellt. Kann ja heute kein Mensch mehr bezahlen. Heute ist es ja, geht ja die ganze Kohle in diese überbezahlten Künstler. Wir haben jetzt eine Umfrage gemacht in Deutschland. Wer ist der beliebteste Entertainer im deutschen Fernsehen? Und 3% sagten Peter Alexander, 3% sagten Frank Elsner und 94% sagten Rudi Carrell. 94% fragten, was ist ein Entertainer? Also ganz klar, das ist ein Entertainer. Aquí vamos! Ist das echt nicht gefährlich fürs Publikum? Nein, nein. In so einem Moment als erstes an das Publikum zu denken, ja, das ist groß. Okay. No, da haben ja damals, habe ich mir sagen lassen, viele Kollegen gehofft, dass der überhaupt nicht Golf spielen kann, der Mann. Das haben viele gehofft, dass die gesagt haben, zack, die Rübe wieder ab nach Holland. Ja, so zelebrieren, das kann einfach heute niemand mehr. Mir soll niemand sagen, dass das heute nicht mehr laufen würde. So was würde heute natürlich auch noch laufen. Nachfolgende Sendungen verschieben sich um 10 Minuten, dass sie Bescheid wissen. Una, dos, tres. Ui, das war knapp. Ich kann nur sagen, Rudi Carrell hat Glück gehabt, dass ich mit meinem Handicap nicht schlagen musste, sonst hätte es irgendwann geheißen, 7 Tage, 6 Köpfe. Man merkt, dass Rudi Carrell ein Zirkuspferd war, ein Varieté-Fritze, ein Macher. Was macht der Emo jetzt? Ob das Rudi wusste, weiß ich nicht. Aber die haben sich immerhin noch selbst bewerfen lassen. Heute bewirft man ja lieber andere. Das finde ich ja eigentlich ganz gut, wenn man selber mal auf die Mütze kriegt als Moderator. Das ist eigentlich netter. Am laufenden Band war natürlich das, was wir als erstes gucken durften als Kinder überhaupt. Und ich weiß noch, das war bei uns deshalb Kult, weil Mutter ihr kleines Schwarzes anzog, ja, ein paar Schnittchen machte, vielleicht noch einen Käseigel dazu dann gemacht hat und Papa eine Flasche Wein aufgemacht hat. Das ist pure Anarchie. Ha ha ha.
glaube, da hätten eine Menge Frauen gerne in diesem Ring gestanden. Wenn der auch nur einmal getroffen hätte, wie Oma Bergwerk im Ring. Das war aber Show, ne? Der hat dich fallen lassen, oder? Hier kommen fünf Leute, die an diesem Abend auf keinen Fall fehlen dürfen. Dabei ist seine Assistentin von am laufenden Band. Dabei ist sein Redakteur, der für ihn Gäste ausgesucht hat. Ich bin gespannt, ob Sie wissen, wer das wohl sein kann. Hier sind Mareike Amado, Kurt Felix, Thomas Hermanns, Roberto Blanco und Jürgen von der Lippe. Musikalisch hereinbegleitet wurden die fünf von unserem Haus- und Hoforchester, dem besten, was man im Moment in Deutschland kriegen kann, die Tom Gäbel Big Band. Ja. Ihr habt alle große Shows im Fernsehen gemacht, ihr macht noch große Shows im Fernsehen. Was hatte Rudi, was wir alle nicht haben, Jürgen? Eine weitergehende Ausbildung. Er hat ja wahnsinnig viel gekonnt. Er konnte ja Bauchreden, zaubern. Das heißt, sehr, sehr viele Facetten des Unterhaltungshandwerkes. Das heißt, er hatte natürlich, da kommt ja der berühmte Satz her, wenn man was aus dem Ärmel holt, muss man vorher was reinstecken. Er hatte unglaublich viel in seinen Ärmeln stecken. Was er dann auch rausholte. Was er dann rausholte. Und dazu gehört auch ein besonderes Talent. Was war das besondere Talent von Rudi Carrell? Ich würde zuerst mal sagen, was für ein Talent er nicht hatte. Also er war nicht ein toller Stepptänzer, er war nicht ein wahnsinnig toller Sänger, hatte keine Simstimme gehabt, er hat auch nicht vielleicht die deutsche Sprache toll gesprochen, aber das hat er alles toll zusammengefügt und hat aus einem Showmaster im Grunde genommen einen richtigen Entertainer gemacht. Aber sein größtes Talent war meiner Meinung nach er als Fernsehmacher, da war er unschlagbar. Das muss ich ganz präzise an dieser Stelle sagen. Und sein großes Talent war, sein größtes Talent, er war Holländer. Ja, das ist ganz entscheidend. Das sagt eine Holländerin. Ja, ja. Nein, er war ein absoluter Profi. Er war professionell. Ja. Und ich habe auch von ihm sehr viel gelernt. Der erste Anfang des Showgeschäfts kam. Das war mein Ziehvater. Das war dein Ziehvater? Ja. Du warst Assistentin bei Am laufenden Band. Wie wird man denn Assistentin bei Am laufenden Band? Also ist bei mir eigentlich eine ganz eigenartige Geschichte. Ich war auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich war Reiseleiterin bei der Firma Neckermann. Und gibt auch noch andere Versandhäuser, ja, genau. Und Reiseunternehmen. Und damals war das eine große Reiseorganisation. Ich war in der Antarktis, ja. Und da rief irgendwann jemand mir an und sagte, hallo, hier ist Rudi, ich suche Assistenz am laufenden Band, willst du es machen? Ich sag, hör mal, ich muss mich nicht verarschen und hab aufgelegt, weil ich war mitten in der Antarktis zwischen den Pinguins und zwischen den Robben und hab gedacht, irgendwie eine Freundin oder ein Freund aus Holland will mich irgendwie reinlegen. Zweiter Anruf, hallo, hier ist Rudi, ich rufe jetzt noch ein zweites Mal an, willst du meine Assistentin wieder am laufenden Band? Ich sag, Rudi, nein, ich glaube nichts davon, das bist du nicht und so weiter, wieder aufgelegt. Dritter Anruf, mitten in der Antarktis. Hallo, ich bin zum letzten Mal Rudi. Und wenn du es jetzt nicht auflegst, dann wirst du nie meine Assistentin. Ich gebe jetzt meine Nummer, kannst du mich anrufen und dann kannst du checken, ob ich es wirklich bin. Aufgelegt hat er, ich habe ihm angerufen und sagte, voilà, ich bin Rudi. Und so bin ich seine Assistentin geworden. Er hat immer versucht, das komische Talent der normalen Menschen zu finden und zu fördern. Und diese normalen Menschen mussten ja für die Shows erstmal gefunden werden. Und der Redakteur, der dafür zuständig war, war tatsächlich beim laufenden Band Kurt Felix. Ja, er hat mich mal angerufen und gesagt, ich brauche Kandidaten für die Sendung. Und zwar, ich muss sagen, das war, früher hat man ja Unterhaltung nur mit Profis gemacht. Und jetzt kam ihm plötzlich der Einfall, ich mache das mit dem normalen Mann auf der Straße. Aber die müssen gut sein.
Dann habe ich ein 15-seitiges Testformular entwickelt, habe Kandidaten gesucht, habe ihnen das dann geschickt. Mit den Kandidaten bin ich mitgereist, habe gesagt, Kurt, das musst du ganz anders machen. Lass einfach die Kandidaten einen Witz erzählen. Dann merkst du sofort, ob die gut sind oder nicht. Wenn die Pointe am richtigen Ort sitzt, dann sind das gute Kandidaten. Das habe ich dann gemacht. Mit der Zeit hat sich das rumgesprochen in der Schweiz. Haben gesagt, wenn du dem Kurt einen guten Witz erzählst, kommst du in die Sendung von rein. Haben Sie alle geübt. Ja, und dann habe ich aber... Dann habe ich aber alle Witze gesammelt und habe nach 3 Jahren von diesen Witzen eine Fernsehsendung gemacht. Dann hat sich das doch gelohnt. Hat sich gelohnt. Und dann muss ich natürlich nachher wieder das 15-seitige Formular hervornehmen und das wieder ausfüllen lassen. Aber Rudi war ein Meister, wie er aus Amateuren vom Mann auf der Straße das Beste rausbrachte. Also da muss ich sagen, da ist er unschlagbar. Der Mann auf der Straße. Roberto, du warst vielleicht sein bester Freund. Ja, ihr habt, wie oft warst du in Rudi Carrell Shows? Über 15 oder 16 Mal waren wir zusammen, seit Anfang, Mitte 60. Und das war so, dass, ich werde nie vergessen, der sah mich und hat mich engagiert, ne? Und der sagte zu mir, weißt du, Roberto, versuch nicht, was zu sein, was du nicht bist. Also, mich verstanden? Ich sage, ja, natürlich. Und er hat mit mir Gags gemacht und so weiter. Und so habe ich sehr viel von ihm gelernt. Und wir wurden Freunde, weißt du? Und wir haben Tournees zusammen gemacht. Und der Größte ist, der erste Sohn von ihm, bevor er geboren wurde, die ganze Presse war hinter ihm her. Ja, wie heißt der Sohn? Wie soll der Sohn heißen? Nein. Auf einmal sagte Jetzt kann ich nicht mehr. Lass sie mich doch in Ruhe. Ich will Ihnen was sagen. Folgendes. Der Roberto war sehr oft bei mir zu Hause. Und wenn er schwarz wird, der heißt Roberto. Er konnte alles. Er war frickelig, war Perfektionist. Und er hat nicht immer nur alle Menschen sehr gelobt. Gibt es einen, der hier nur gelobt worden ist? Es gibt keinen. Also er hat ja alle regelmäßig, einmal im Jahr, unter Heineken-Einfluss, gibt noch andere Biersorten, hat er niedergemacht. Aber was ja schön war, er hat ja nicht nur auf Kollegen beschränkt, er hatte auch eine wirklich schöne Distanz zu Vorgesetzten. Mein Lieblingssatz, den ich gehört habe von ihm, ich brauche diese Arschlöcher, die mir vor der Sendung erklären, wie Humor geht. Das ist wunderbar. Das war stressig. Also den Mann zum ersten Mal zu treffen, war wirklich stressig. Das erste Mal bei 7 Tagen. Ich war wie in der Schule, wie wenn ich in die 8. Klasse musste. Du musstest an diesen Tisch, du weißt es, dann saß du da, musst deine Gags vortragen. Und der Chef der deutschen Unterhaltung sitzt da, relativ milde gestimmt. Aber du hattest solche Angst. Und wenn er dann so ein bisschen, wenn die Mundkante so ein leichten Ding hochging, dann warst du gerettet. Dann war alles gut. Dann hast du es geschafft. 7 Tage, 7 Köpfe, dann müssen wir auch über den großen Vorsitzenden sprechen. Er wäre gerne hier gewesen, aber er spielt heute Abend in München Theater. Und er kann leider deswegen nicht hier sein, aber er hat uns einen Gruß geschickt. Lieber Jochen, ich begrüße dich auf deine bekannt liebenswürdige Art. Wenn ich mich über Rudi äußern soll, dann mache ich das gerne in Bezug auf seine Kritik immer an anderen Kollegen, die er ja regelmäßig in einem Rundumschlag in die Pfanne gehauen hat, alljährlich. Und da muss ich sagen, er konnte sich aus einem gewissen Grunde leisten. Er war nämlich ein Alleskönner. Ein kleines Beispiel. Rudi war ein Gesellschaftstanzmuffel. Also bei irgendeiner Party, wann immer er dabei war, es gab eines, was er nicht tat, das war Tanzen. So dass wir alle angenommen haben, er kann das auch gar nicht. Und er hat das auch nie dementiert. Irgendwann, eines Tages, bei einer großen Preisverleihung, war eine professionelle Tänzerin in der Lobby des Veranstaltungsortes und forderte Kollegen auf zu tanzen. So auch Rudi. Und Rudi tanzte Tango. Und diese Frau sagte später, sie hätte ihren ganzen Leben lang noch nie jemanden gehabt, der so perfekt mit ihr Tango getanzt hat. Ich bin zu Rudi gegangen und habe gesagt, Rudi, du tanzt ja nicht. Und er sagt, nein, natürlich tanze ich nicht. Aber ich kann das natürlich.
Mareike. Ja. Und in seinem Studio lief nichts ohne Rudi. Er hatte alles unter Kontrolle. Ja, Rudi hat alles unter Kontrolle. Ich hatte übrigens das Glück, dass er nur auf Holländisch zu mir geschimpft hat. Ja? Ey, tröd weg da, show de meter op. Und all die Leute haben gedacht, ach, der sagt was Nettes, geh im Bier. Wenn jemand sein ganzes Studio im Griff hat, wenn er ganz genau weiß, was wo steht. Das ist eine Riesenherausforderung, wenn man versucht, eine Überraschung für, verstehen Sie, Spaß in seinem Studio zu installieren. Ihr habt richtig überlegen müssen, ne? Ja, ich muss sagen, das ist die verrückteste Geschichte unter Kollegen, die ich erlebt habe. Ich muss vielleicht vorausschicken, ich habe in der Schweiz eine Sendung gemacht mit der versteckten Kamera am Samstagabend und habe dann damals eine Rose aus Montreux gekriegt. Rudi ein paar Jahre zuvor auch. Da hat er mich angerufen und gesagt, ich komme zu dir in die Schweiz, ich muss mit dir was besprechen. Das war Anfang der 80er Jahre. Er hat gesagt, ich habe eine tolle Idee für den Samstagabend. Wir machen gemeinsam eine ganz große Samstagabendsendung. Du lieferst die Filme mit der versteckten Kamera und ich liefere die Sketch-Einlagen. Da war ich also völlig von den Socken. Rudi will mit mir eine Sendung machen. Weil die Idee wäre ja nicht schlecht gewesen. Ja. Aber ich habe gesagt, Rudi, ich habe vor einem Monat einen Vertrag unterschrieben bei der ARD für die Sendung Verstehen Sie Spaß. Und da hat er mich nach meiner ersten Sendung angerufen und haben gesagt, Kurt, ich werde nie so viele Zuschauer bekommen wie du, das weiß ich. Aber eine Freude kann ich dir nicht machen, du wirst mich nie erwischen mit der versteckten Kamera. Ich wittere schon 10 Kilometer weit, wenn die versteckte Kamera oder überhaupt irgendwie eine Kamera versteckt ist. Der ist auch so ein Hund da, der von der Lippe. Der hat das auch immer gemerkt. Ich habe mich in die Zähne ausgebissen. Und also so dachte ich, das darf mir bei Rudi Carrell nicht passieren. 3 Jahre später haben wir dann Folgendes gemacht. In der Sendung Die verflixte 7 konnten die Kandidaten einen Preis gewinnen. Ja. Und da ging eine Klappe hoch, da stand der Preis. Und wir wussten in einer Sendung, es wird ein Schlafzimmer sein. Also haben wir heimlich das Schlafzimmer ausgetauscht gegen sein eigenes. Jetzt Moment, kommt nämlich Moment. Gleich, ja. Moment, das können wir uns anschauen. Ja, wir haben den Ausschnitt okay. Von Verstehen Sie Spaß ja, da. Und dann kannst du uns genau beschreiben, was da passiert. Jawohl. Also, seine Frau, die Anke hat uns dabei geholfen, sein Haus leer zu räumen. Das ist sein Haus jetzt. Ja, ja. Leer zu räumen. Richtig, sein Bett, sein Ehebett. Und das haben wir dann dank Hilfe des WDRs heimlich, und das war eine logistische, ganz große Übung, das bist du. Haben wir ja, das dann reingestellt ins Zimmer. Paula und ich haben uns dann auch hinter der Bühne ins Bett gelegt. Und dann kam der entscheidende Augenblick, wo Rudi den Preis übergab. Ik was ganz anders. Also, ik heb keine Ahnung, was dat als prijs bedeuten zou. Ik weet het niet. Zal ik maar koeken dan? Vielleicht kan ik maar koeken. Ze heeft die aangezogen. Hallo, Rudi. Nee, dat kan niet waar zijn. Rudi. Oh, nee. Das ist auch mein Bett. Ja, natürlich, schau mal. Du kennst doch deine Lampen da. Die ist dein Bett. Jawohl. Natürlich. Ist dein Bett. Ja, es waren dann natürlich. Alle hatten Angst gehabt vor dieser Übung. Also alle von seinem Team. Also was kann Rudi nicht machen? Der merkt das und so weiter. Und der war aber so glücklich, der war so überrascht. Er hat dem ganzen Team dann hinterher ein Bier spendiert. Das war Rudi. Und das heißt viel von Holländern. Ja. 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 Also eine Rudi Carrell-Show stand fast immer unter einem Motto. Da ging es um Hochzeit, Kreuzfahrt, Flughafen. Ja, und. Aber selbst wenn das Motto die Wüste Gobi gewesen wäre, Rudi hätte es geschafft, irgendwo Wasser unterzubringen. Da bin ich sicher. Und es gab eine Show, da war das Thema Hochzeit. Ja, und der unvergessene Heinz Erhardt war der Brautvater. Und der musste nun in so einem kleinen Gesellschaftsspiel, das man bei Hochzeiten halt gerne spielt, ein Sonne- und Regenlied singen. Rudi sang die Sonnenlieder, Heinz Erhardt die Regenlieder.
Und ich glaube, der Sketch ist wirklich unvergessen. Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein. Weiter brauch ich nicht zum glücklich sein. Wochenend und Sonnenschein. Jetzt noch Sie ein Regenlied. Jetzt ich ein Regenlied. Ein Regen. Ich stehe im Regen. Nein. Ja, das war ein Regenlied. Ja, immer wieder geht die Sonne auf. Ja, wieder bringt der Tag ein neues Licht. Wie ein Regenlied, ja. Unterm Regenschirm am Abend häkelt man sich erstens gerne ein. Unterm Regenschirm am Abend. Finden Sie komisch, wie? Sauer, ich bin ganz sauer, hören Sie mal. Sie können doch Spaß vertragen. Spaß, ich hab sogar Humor, ich hab sogar trockenen Humor, aber nicht in der nassen Hose. Jetzt singen Sie mal ein Regenlied und ich sing mal ein Sonnenlied. Dann geh ich mal rüber und Sie stellen mich mal hierher. Komm mal, warte mal. Jawohl, jawohl. Sie singen jetzt ein Regenlied, ich sing jetzt ein Sonnenlied. Jawohl. Ja, der Sonnenschein hat's fein getrieben. Als Büblein klein an der Mutterbrust. Wie geht's weiter? Jo heiß, aber Regen und Wind. Das war für mich, das war für mich der beste Gag, weil ich habe auch nur mit Heinz Erhardt und so, wir haben darüber gesprochen, das war der beste Gag, was sie beide gemacht haben. Das ist sowas Tolles, gab es nicht weiter. Dein Lieblingssketch. Ach, mein Lieblingssketch. Und einfach, ja. Ganz einfach. Ja, aber das wussten wir, dass es Robertos Lieblingssketch war. Ach so? Und Roberto hat einen runden Geburtstag gefeiert. 70? Nein. Niemals, oder? Der Mann sieht aus wie 50, lacht wie 30 und ist 70. Und wir haben uns überlegt, wir brauchen natürlich auch eine schöne Überraschung zu deinem 70. Geburtstag. Oh ja? Roberto, schau mal da. Oh, ist das mein Häuschen? Das ist es nicht. Komm mal mit, ich zeig dir das. Oh oh. So. Aber du kennst das Spiel, du weißt, was es ist. Das Moment, ist ein Wetterhäuschen. Ein Wetterhäuschen, ja. Gehst du bitte vor die linke Tür? Ja. Und ich gehe vor die rechte? Ja. So, das ist unsere Kulisse. Aha. Und schön. Du ahnst, was jetzt passiert. Oh je, oh je. Wir singen und ich werde nass. Richtig. Mein Gott, ist das sie. Danke. Nein. Oh. Nein, das haben wir gerade in dem Sketch gehabt, das wäre ja langweilig. Oh. Nein, wir machen was anderes. Wir machen ein Melodien erkennen. Das Orchester, Tom Gäbel, spielt Lieder. Wir müssen erkennen, ob es ein Sonnen- oder Regenlied ist. Ja? Okay. Wenn es ein Sonnenlied ist, Sonnenbrille auf. Ja. Ja? Und wenn es ein Regenlied ist, Regenschirm auf. Okay, ne? Ja. Und für jede richtig erkannte Melodie gibt es einen Punkt und wir überlegen, wer gewonnen hat. Okay? Okay. Alles klar. Tom Gäbel, das erste Lied bitte. You are Sunshine of my life, oh yeah. That's why I always be around. Eindeutig, ganz eindeutig, beide richtig, das heißt 1-1, ne? Okay. Das zweite Lied bitte. Guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb uns verborgen, doch du darfst nicht. Beide richtig, 2-2, immer noch unentschieden. Ja. Das dritte Lied bitte. Ja. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling. Bin ein Klaus. Oh no! Aber sag es doch ganz einfach. Du, hör mal, was ist das denn? Das hast du nicht gut ausgedrückt. Danke für diese schöne Geschenke. Ich habe mir das überhaupt nicht ausgedacht. Ich wollte nur zeigen, so waren Rudis Sketche. Es steht 3-2 für mich, ja, weil mein Schirm war auch deiner nicht. Ja, auf jeden Fall, du hast gewonnen. Aber weißt du, was Rudi immer gesagt hat? Was? Da fehlt noch etwas in diesem Quatsch, nein, das war genau richtig. Ja! Oh, oh! Hey! Applaus, ja! Ja!
ein scheiß Wetter diesen Sommer. Ja. Startregen bis ins Studio. Da hilft nur Rudis größter Hit. Wir brauchten früher keine große Reise. Wir wurden braun auf Borkum und auf Sylt. Doch heute sind die Braunen nur noch weise. Denn hier wird man ja doch nur tiefgekühlt. Ja, damals gab's noch hitzefrei. Das war das Freibad auf in Mai. Ich saß bis in die Nacht vor unserem Haus. Da haben wir noch Sonnenbraun und Riesenquallen an dem Strand und Eis. Und jeder Schutzmann zog die Jacke aus. Aber jetzt! Dann wird's mal wieder richtig Sommer. Ein Sommer, wie er früher einmal war. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September. Und nicht so nass und so sibirisch wie in diesem Jahr. Du, der Juni war der Reinfall des Jahrhunderts. Nur Regen, das Schöne war alles scheiße. Tabu! Mein Tankwart sagt, das Klima hier, wen wundert's? Und schuld daran ist nur George W. Ja. Und jetzt ist wieder Urlaubszeit. Ich würd's nicht wundern, wenn's dann schneit. Da zwirren wir uns halt noch wärmer an. Trotz allem glaub ich unbeirrt, dass unser Wetter besser wird. Nur wann? Und diese Frage geht uns alle an. Oh yeah! Richtig Sommer, ein Sommer, wie er früher einmal war. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September. Und nicht so nass und so sibirisch wie in diesem Jahr. Ja. Vielen Dank, Tom Gebel. Vielen Dank, Roberto Blanco. Es gab einen Sketchpartner von Rudi Carrell. Der war in 68 Sendungen dabei. Und er hat öfter mal einen auf den Deckel gekriegt. Der sah häufiger aus, wie wir beide jetzt im Moment. Ich glaube, Sie ahnen, wer das ist. Das ist der Heinz Eckner. Und Heinz Eckner ist, ja, was ist ein Mann, der, ja, du bist jetzt ziemlich angeheitert, aber du bist normalerweise nicht. Aber du singst immer Weihnachtslieder, sing was anderes. Richtig. Oh, so fröhlich. Was anderes bitte, was anderes. Schöne Heilige. Weihnachten ist schon mehr als zwei Monaten vorbei. Mein Gott, so spät bin ich ja noch nie nach Hause gekommen. Machen Sie bitte das Fenster zu, ja? Ja, aber das stinkt so mit seiner Zigarre hier. Machen Sie gefälligst die Zigarre aus. Da, Vorsicht! Da. Bitte fahre ich oder fahren Sie? Ja, aber Sie werden doch beinahe auf die Straßenbahn da aufgefahren. Man ist sich doch seines Lebens nicht mehr sicher hier. Da läuft man doch lieber. Ja, bitte, laufen Sie dann. Hier. Ja, bitte, bitte, gehen Sie zu Fuß, bitte. Die Ehevermietung, die haben einen Computer jetzt. Dat is doofte. Die hebben een karte. Daar staat alles voor man drauf. Alter, Kreuze. Als u een vrouw zich wünscht. Alles staat drauf. En dat staat aan de ene zijde van de computer rein. En aan de andere zijde komt nog een paar seconden die ideale levenspartner in raus. Dat is toch fantastisch? Dat is kids. Ja, en hier is er. Der wichtigste Sketchpartner von Rudi Carrell, der Dicke aus dem laufenden Band hier ist, Heinz Eckner. Und die Schöne aus Rudis Tagesshow, Beatrice Richter. Beatrice.
Schön, dass du da bist. So. 68 Shows hast du, Heinz, mit Rudi Carrell zusammen bestritten und jede Menge Sketche gespielt. 2, 3 Sketche pro, mehr oder mehr? Der Spruch von Rudi war, wenn nicht innerhalb von einer Minute ein Lacher kommt, ist es nichts. Also jede Minute ein Lacher. Ihr habt mit Rudi für viel Spaß bei den Leuten gesorgt. Habt ihr auch viel Spaß mit Rudi gehabt? Ja, natürlich. Warum nicht? Er hat mit Rudi. Der schönste Spaß mit Rudi war, wenn wir irgendwo anschließend, wir waren auf Tournee, 3, 4 Jahre, auf Tournee waren, haben wir einen getrunken hinterher nach der Show. Dann stand Rudi auf, wenn wir einen getrunken hatten, und sagt, Heinz, bezahl mal. Und dann ist er egal. Ja. Der Produzent von einem laufenden Band war 3,5 Jahre lang Alfred Biolek. Ja. Und der weiß zu berichten, dass mit ihm aber auch nicht immer nur gut Kirschen essen war. Er war nicht einfach. Es gab immer wieder etwas Spannung. Ich merkte es daran, dass er dann nicht Alfred, sondern Biolek sagte. Und dasselbe passierte im Studio, mit dem Team. Ich habe das den heiligen Zorn genannt, den er hatte. Wenn er rumschrie, wenn er böse wurde, dann war es wirklich nicht, weil er so ein böser Typ war, sondern weil er diese heilige Aufgabe erfüllen wollte, die beste aller Sendungen, die perfekteste Sendung zu machen. Daher kam das. Aber manchmal ist er, ich sag jetzt mal, in seinem heiligen Zorn einfach ein bisschen zu weit gegangen. Und das ist passiert mehrmals, aber einmal ganz besonders, das weiß ich noch. Und da waren dann wirklich alle sauer, haben gesagt, also so geht's nicht. Und wir haben ja Verständnis für seine Haltung, aber das geht nicht. Und das haben wir ihm dann auch gesagt. Und dann hat er gesagt, ja, okay. Und hat sich dann wirklich entschuldigt und hat, glaube ich, sogar alle auf einen Drink eingeladen. Ich weiß das so im Detail nicht mehr, aber ich glaube, ja. Und da war das wieder okay. Heinz sagte gerade, das glaube ich nicht, dass er die Leute auf ein Bier eingeladen hat. Das glaube ich nicht. Doch, also ich habe das einige Male erlebt, dass er auf ein Bier eingeladen hat. Und vor allen Dingen, Rudi hat... Ja, es gab immer den schönen Satz, die Getränke gehen auf dich. Ja, ja. Das heißt, die Getränke gehen auf ihn. Ja, und das Essen musste ich dann bezahlen. Das war okay. Nein, aber ansonsten hat er auch bei seinen Sketchpartnern für ein gutes Essen immer gesorgt. Möchten Sie nicht vielleicht lieber drinnen Platz nehmen? Nein, bitte. Wir möchten hier diese wahnsinnig schöne Aussicht genießen. Ah, dann möchten Sie nur was trinken? Nein, wir möchten ausgiebig essen. Haben Sie die Gewitterwolken gesehen? Ich glaube, das zieht genau zu uns rüber. Nein, das bringt nichts. Nee, wir bleiben hier. So, das haben wir gleich. Möchten Sie nicht vielleicht doch lieber drinnen Platz nehmen? Ich finde es hier langsam etwas kühl. Sollten wir nicht doch? Nee, das ist nur eine vorübergehende Brise. Gute Nacht. Ich wünsche guten Appetit. Dankeschön. Der Wein kommt sofort. Danke. So. Beatrice lacht heute noch, wenn sie diesen Sketch anschaut. Ja, war es schön entspannt, herrlich entspannt. Jetzt ist es entspannt, ja? Ja, nein, es war entspannt. Der Rudi war ganz bezaubernd an dem Abend. Also er hatte menschliche Züge, es war unglaublich. nein, das ist ganz nett gemeint und ich war völlig angstfrei. Es war alles so, also ich habe mich nicht gefürchtet. War harte Arbeit, aber hat sich auch gelohnt, hat eine goldene Kamera gegeben. Der
Job, Sketchpartner von Rudi Carrell, stand nicht oben auf deiner Wunschliste. Wie bist du dran gekommen? Ich weiß nicht, wie es weitergegangen wäre ohne Rudi, aber Rudi rief ja in dieser besagten Nacht. Jetzt erzähl welche Nacht? Jetzt fangen ja, Ruhe die besagte Nacht, also es geht aber anders weiter, wo der Scheibenwischer lief in dem Lokal an in Berlin, wo wir da feierten und sagte, hier ist der Rudi Carrell. Im Moment, Weltrich. Woher wusste der, in welchem Lokal ihr feiert? Warte, das hat er wahrscheinlich so fix, wie er war, und so professionell hat er das sofort rausgekriegt. Nach dem Scheibenwischer gehen die immer seit 100 Jahren in dieses Lokal. Und ich wurde dann vom Tisch gerufen, da ist der Herr Carrell am Telefon. Und ich sagte, ja, das kann ja jeder sagen. Also ich bin wirklich hin und habe gesagt, hallo, ja, ist Rüdi, habe die gerade im Fernsehen gesehen, machst du bei mir mit? Und ich habe gesagt, ich mache alles mit, ich hätte an dem Abend alles mitgemacht. Jeder, der mich angerufen hat, sagt, ich unterschreibe alles. Naja, und so entstand praktisch die erste Staffel von Rudis Tagesshow. Und ich wartete ja immer auf meine Entdeckung, habe schon 9 Jahre immer geprobt, sodass, wenn einer kommt, sagt, hast du was? Hatte ich. Hatte ich so 4 Leute. Ja, und so kam das. Und also wenn jetzt Sami Drechsel oder Dieter Hildebrand, da bin ich in der Kantine in Unterföhring rumgelaufen, der hat auch so lange erzählt, du musst mich stoppen. Ja, ja, ja. Du weißt, ich bin ein Monologmonster. Ich hab mir überhaupt ja, nichts gesagt. Okay. Doch, nein, aber so freuen. Nein, jedenfalls haben sie jemand gesucht eben für diesen Ersatz und irgendwie bin ich in der Kantine von Unterföhring in München rumgelaufen, in der Hoffnung eines irgendjemanden, der mich entdeckt, und habe dann so alles ausprobiert und dann war ich gerade Charles Bronson. Und, da warst du gerade Charles Bronson. Ja, da ging ich als Charles Bronson durch die Kantine, hoffte, das sieht jemand, aber keiner. Da, ja. Ich würde furchtbar okay. gerne mal einmal kurz sehen, wie du als Charles Bronson läufst. Bitte. Ist ohne Hose ist es schwer und man wie kann ohne es nur Hose? So machen. Ohne Hose. Nein, mit Rock. Aber geht, es ist nur sinnvoll, wenn man es von... wenn man es von hinten sieht. Aha. Ah, ja. Also jetzt müssen wir mal gucken. Die Kamera ist hinter dir, Beatrice, mach dir keine Sorgen. Okay. Vorsicht, aber hinter dir ist der Abgrund. Das ist bei Charles Bronson auch oft so gewesen. Ich hätte eine Hose an. Ja. Und es würde dann so aussehen. Ja, aber mit der Hose sieht es besser aus. Jürgen, Rudi hat... Show-Regeln gehabt. Zum Beispiel, wie du eben schon gesagt hast, man kann nur was aus dem Ärmel schütteln, wenn man es vorher reingesteckt hat. Hast du auch welche? Nein. Nein. Ich habe mich immer hingesetzt, entweder alleine oder lieber noch mit einem Partner. Mhm. Und dann haben wir dafür gesorgt, dass gutes Essen, gutes Trinken da war, denn mein Grundsatz ist, wo du sagst, Regeln, das hat ja zu tun. Damit Churchill hat einmal gesagt, man muss seinen Leib verwöhnen, damit die Seele gern in ihm wohnt. Das sehe ich ganz genau. Das, ja, 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 ja. Das sehe ich ganz genauso. Und dann, dann kommt alles andere. Dann wird man auch von der Muse geküsst, vielleicht. Und er hat immer gesagt, Tiere und Kinder gehen immer. Tiere waren uns jetzt wirklich zu gefährlich hier, aber Kinder, das geht schon. Hier sind die Lucky Kids, ja, mit unserem Orchester Tom Gäbel und vor allen Dingen mit Tom Gäbel als Sänger. Und die singen einen Riesenhit von Rudi, und zwar La La La. Plötzlich fing es an, niemand weiß wieso und wann, doch man hört es mehr und mehr, und der Text ist gar nicht schwer, nein. Es singt der Maurer, wenn er schippt und einen kippt. Und wenn sie tippt, die Sekretärin, la la la. Es singt die Hausfrau unbeschwert hinter dem Herd. Und auch der Zahnarzt, wenn er bohrt, singt la la la. Es singt der Hausfreund, Gott sei Dank, versteckt im Schrank. Und auf der Bank singt der Kassierer, la la la. Es singt das Baby auf dem Topf, schon aus dem Kopf, und auf St. Pauli die Mädchen, la la la. La 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 la
unausgeruht und auf der Spieß singt beim Appell nur la la la. Es singt der Koch mit vollem Mund und ohne Grund singt auch der Kellner, wenn er rechnet la la la. Es singt der Bauer und der Knecht gar nicht so schlecht, sogar der Hund, der sonst nur bellt, singt la la la. Es singt das Stadion im Chor und fällt ein Tor, singt auch der Fußballtrainer laut als la la la. Im Parlament und vor Gericht, wenn einer spricht, singt auch das ganze hohe Haus nur la la la. Lucky Kids, das habt ihr klasse gemacht. Vielen Dank. Die Lucky Kids. Dankeschön. Und Tom Gäbel. Hallo. Hallo, Tom. Ihr spielt immer, wenn die Gäste die Treppe runterkommen, ein besonderes Stück. Das war welches? Lass dich überraschen. Ja, mach mal. Machen wir mal. Komm. Das war Rudis Jingle, Rudis kleines Liedchen, immer wenn eine Überraschung kam. Und die nächste Überraschung, die ist für Tom Gäbel. So. Ja, die Olivia hat mir das gerade gegeben. Ja. Meine Damen und Herren, der Deutsche Jazz Award 2007 geht an Tom Gäbel und seine Big Band. Ach, danke schön. Ja, was soll man machen? Aber aufstehen. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ein großartiger Preis. Und jetzt müssen Sie mal überlegen, der Tom Gäbel. Der Tom Gäbel, der Mann ist Jahrgang 75 und so ein erfolgreicher Bandleader. Jahrgang 75, das heißt, Rudis Tagesshow kennst du eigentlich gar nicht mehr so, oder? Ja, eher vom Namen eigentlich nur. Vom Namen, ja. Du warst 6. Ja, genau. Gut, dann wird es Zeit für ein bisschen Nachhilfe. Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Darf ich Sie noch einmal auffordern, Platz zu nehmen? Es ging natürlich oft um Sex. Bring es mal auf den Punkt, es ging um Sex. Das war damals respektlos. Heute wäre das, glaube ich, eine Dokumentarsendung mit dem Aufsichtsrat von VW auf dem Weg nach Brasilien. Heute fällt sowas gar nicht mehr auf. Heute ist das selbstverständlich, dass die Herren da vorbeigehen. Während in der Bundesrepublik Deutschland die Polizei bei Fahndungen noch mit Fotos und Plakaten an den Wänden arbeitet, versucht es jetzt die Polizei in der DDR mit neuen Fahndungsmethoden. Er schreckte von nichts zurück. Aber beleidigt hat sich keiner gefühlt. Problem. Einige Zuschauer haben sich bei mir beschwert, ich hätte sie in der vorigen Show für dumm verkauft. Ja, wo sehen Sie das Problem? Auf Wiederhören, ja, entschuldige Störung. Herr Bundeskanzler, wir haben keine Wohnung. Bei Ihren Eltern ist kein Platz. Bei meinen Eltern ist auch kein Platz. Wo um Gottes Willen sollen wir denn... Ja, Sie wissen schon. Helvin, ja, gehen Sie auf den Rasen. Wunderbar, ein schlanker Helmut Kohl. Er wird sich freuen, wenn er das heute noch sieht. Wie werden Sie mit der nachlassenden Potenz im Alter fertig? Also als Naturschicksal akzeptiere ich das nicht. Da muss voll gegengesteuert werden. Was ich tun kann, werde ich tun. Super. Do you love me? Tiny little bit. Herr Kohl, darf ich fragen, macht Sex noch Spaß? Ja, natürlich. Pflichterfüllung kann auch Spaß machen. Hier unser Mann in Bonn. Ich glaube nicht, ob Norbert Blüm heute noch so sehr in unserem Bewusstsein wäre, wenn es damals nicht Rudi Carrell gegeben hätte, der ihn, glaube ich, in jeder Sendung irgendwie was in den Mund gelegt hat, was der kleine Norbert nie gesagt hat. Bundespräsident Carstens ist ständig unterwegs, von einer Dienstreise zur anderen. Heute besuchte er in Hamburg die Reeperbahn. Dabei kam es auch zu Kontakten mit der arbeitenden Bevölkerung. Wie ist denn so der Dienstbetrieb bei Ihnen? Läuft.
alles glänzend erfunden, glänzend herausgesucht und glänzend zusammengefügt. Darauf muss man kommen. Wir sind beide Wandervögel. Nur Sie wandern mehr und ich... Rudi Carrell! Ich weiß, Rudi, du machst ja nie das, was man erwartet, aber das sind Dosen, das sind keine Flaschen. Der Oberlehrer, ja? Herr Busse? Eine Bottle-Party, eine Dosen-Party. Ach ja? Ja? Aber das gibt doch anschließend nur wahnsinnig viel Müll. Nein, nein, wenn die leer sind und Kalapol sammelt die ein und bringt sie weg, dann hat er die Gage für heute Abend drauf. Top, toller Witz. Jürgen Drews und Westernhagen kann man nur im Suff ertragen. Maffei und Matthias Reim gehören in ein Altersheim. Wer muss noch weg und zwar schnell? Krüger und Rudi Carrell. Bei manchen Gags werden schwer Intellektuelle wahrscheinlich ein bisschen im Kopf schütteln, aber eins müssen wir schon festhalten. Nachrichtencomedy, wer hat's erfunden? Rudi Carrell. Es gab zuerst Rudis Tagesshow, später kam Wochenshow, RTL Samstag Nacht, Freitag Nacht News. 7 Tage, 7 Köpfe ist vor 11 Jahren auf Sendung gegangen. Plötzlich saßen 7 Leute hinter Tischen und waren witzig. Und in wie vielen Sendungen hat man hinterher Leute an Tischen sitzen sehen? Er war wieder der Erste. Wir möchten über den Komiker Rudi Carrell sprechen. Und dazu brauche ich Verstärkung. 2 tolle Komödianten. Hier sind Hildegard Krekel und Kalle Pohl. Hi, mein Lieber. Hallo. Ist ja ein nettes Kaffeekränzchen hier. Ja, ohne Getränk. Guten Abend zusammen. Ja. Das hätte Rudi übrigens, glaube ich, nicht gefallen, wie wir ihn hier feiern. Wie wir ihn hier feiern? Ja. So ohne Getränke, ja. Nee, ohne Getränke. Ja. Aber sonst hätte ihm das vielleicht, gefallen. Vielleicht kriegen wir das ja auf die Dauer noch geändert. Mal gucken. Ja. Wir warten mal ein bisschen. Hildegard. Du warst nicht nur seine Sketchpartnerin in Rudis Urlaubsshow, ihr habt sogar zusammen Urlaub gemacht, du warst seine Nachbarin. Das wollen wir jetzt mal aufklären. Ich habe da schon gelebt, und zwar in Frankreich, in Aix. Und eines Tages stand ich an dieser kleinen Kirche, wenn man reinkommt, man muss sagen, dieses Dorf hat 365 Treppen und man kann nicht Auto fahren. Alles, was man in diesem Dorf bewegt, ob ins Haus oder raus, macht man mit Eseln. Damit meine ich natürlich Rudi jetzt nicht. Nur Rudi stand dort und sagte, hey, Hildegard, was machst du hier? Und ich sage, ich wohne hier. Das kann ja gar nicht sein. Also er war schon beleidigt, dass er nicht zuerst da war. Und ich war damals mit einem Architekten zusammen und der sagte, oh, aber hier ist noch ein lecker Haus frei. Wenn du willst, kannst du das haben. Und da ist er auch eingezogen. Also war er dein Nachbar und du nicht seine Nachbarin? Ja, er hätte es lieber anders gehört. Ja. Aber ich muss was sagen, ich habe gestern telefoniert, ich glaube, das darf man heute sagen. Ich habe erstmal winkig darauf, das sollte man tun. Ihm würde das, glaube ich, sehr gefallen, dass wir alle über ihn sprechen. Vielleicht auch ein bisschen. Ja. Bisschen letzterlos auch. Er war ja nicht nur brav. Aber ich bin sehr gut befreundet mit einer Sekretärin, die er 25 Jahre lang hatte. Das ist die Micky Schütz. Und die Micky habe ich gestern telefoniert. Ich sage, du, dann guck dir die Sendung an. Und dann sagt sie, ja. Ich sage, was soll ich denn noch erzählen? Gibt es was, was ich nicht weiß, was ich natürlich nicht erzählen werde? Und dann sagt sie, ja, es gibt einen. Susanne hat mal gesagt, als er auf die Welt kam, das erste Wort war nicht Mama, sondern ich. Und das ist jetzt auch in Liebe gesprochen. Weil ich glaube, er hätte diese Karriere nicht gemacht, wenn er nicht von sich aus gegangen, wenn er nicht diesen Egoismus, den ich jetzt mal gesund nenne, gehabt hätte, dann kann man diesen Weg nicht beschreiten. Also ich glaube, er war auch der einsamste Mensch, den ich kannte, weil er ging ja immer in sein Büro, der war immer am Schreiben, immer, also erst kam das Schreiben, es kam sein Publikum, was er wirklich geliebt hat, dann kam ein lecker Bier, dann kam ein Stück Fleisch, dann kam lange gar nichts und dann kamen die Frauen. Ja, so habe ich das kennengelernt. Ja, stimmt. Stimmt das? Gibst du mir da recht? Und lecker Zigarettchen hast du noch. Ja, gut, das wollte ich jetzt. Ja. Ja. Und wo ist jetzt das Problem? Ich habe keine. Ich habe keine. Ja. Bei 7 Tage, 7 Köpfe hat er ein Büro, aber dieses Büro, die Tür stand immer offen.
Tür stand immer offen und man ist immer erstmal da rein und hat den alten Holländer begrüßt. Das war, so fing die Sendung an. So war's. Ich war ja übrigens donnerstags immer bei ihm. Ja. Weißt du das eigentlich? Wir haben ja freitags die Sendung gemacht. Ja. War donnerstags, ich wohnte ja noch ein paar Straßen weiter weg vom Studio und da bin ich donnerstags, er rief auf an und sagt, hey, Kalle, ich hab hier eine Gig, ich verstehe das nicht. Dann habe ich ihn gefragt, mach doch mal einen Deutschkurs an der Volkshochschule. Na, jedenfalls. Und da hat er gesagt, das fand er gut, hat er gesagt, ja, habe ich schon gemacht, jetzt spricht der Deutschlehrer Holländisch. Also, es war ein klasse Arbeiten, aber er war immer auf der Suche nach Gags und da war der Donnerstag natürlich klasse. Die Tür war immer auf, es wurde immer beratschlagt, was kann man machen. Aber du weißt auch, warum das noch war, ne? Weil er hörte ja schlecht. Oh ja. Er hat ja nachher hat er sich in der letzten Phase seines Lebens hat er sich dann doch ein Hörgerät angeschafft. Er war so eitel. Aber immer, wenn er dann, deswegen die Tür war offen, er hatte immer Angst, dass jemand über ihn spricht. Aber das konnte er nicht leiden. Er hat das aber wirklich öffentlich thematisiert. Ja, hat in der er. Sendung ja, ja. Hat er selber Späße. Der hat mir eine Geschichte erzählt. Er war in einem Hotel. Da hat er sich ein Bier bestellt, der Zimmerservice kommt da rein, der wusste das scheinbar, das mit dem Problem, und hat, ein ziemlich vorwitziger Kellner, und ist da rein zum Rudi und hat gesagt, na, alter Schluckspecht, hast du wieder die Minibar leer gesoffen? Da hat Rudi gesagt, nee, ich habe mir ein Hörgerät gekauft. Also, Ich bin schon sicher, wir haben ja auch Geschichten gehört von Am laufenden Band oder Die verflixte Sieben. Aber wenn wir jetzt mal so über die letzten Jahre reden, über Sieben Tage, Sieben Köpfe, ich glaube, da war auch ein anderer Kollege, Rudi Carrell am Werk. Er war sehr kollegial und auch nicht cholerisch oder nicht hart. Es gab auch so einen tollen Moment, fand ich immer bei Sieben Tage, wo er rumgeswitcht ist. Also vorher war er auch der Chef in der Sitzung und alles und der Obermeister. Und wenn wir dann runtergegangen sind und hinter der Kulisse standen, dann switchte er so um, fand ich. Und dann guckte ich immer dahin und dann stand er da in der Ecke, ne, rauchte noch sein Letztes und dann war er genauso ein nervöser Comedian wie wir alle. Und dann hat er umgeschwenkt und dann war wirklich so eine kollegiale Stimme und sagt, jetzt machen wir die Sendung, jetzt sind wir alle zusammen, jetzt müssen wir rausgehen, lustig sein. Das wenn wir nachher gesessen haben, das war wunderbar beim Bier oder beim mehreren Bierin, da hat er auch gerne mal Geschichten gehört und erzählt. Jede Menge. Er konnte gar nicht gerne alleine sein. Also bei uns war das Pflicht, dass ich schon als ganz junges Mädchen mit ihm Tournee machte. Wir mussten abends, wir waren nicht nur engagiert für die Vorstellung, sondern auch für die Vorstellung für hinterher. Wenn er müde war, dann war es okay. Dann sagte er, gute Nacht, alle jetzt. Ja, so war's. Und dann war der weg und dann saßen wir da. Und wer unterhält uns jetzt? Kalle, die Geschichte in seinem Büro. Mit den Gags. Es gibt eine wunderbare Sache mit dem Las Vegas-Trick. Ach, die musst du uns erzählen. Der berühmte Las Vegas-Trick. Naja, er hat ja ständig Tricks ausprobiert. Er hatte ja, ich war mal bei ihm zu Hause, Wände voll mit Videos, mit Shows aus aller Welt. Er hat immer geguckt, ist auch hingereist, hat in Las Vegas einen Trick gekauft. Irgendwann war das mit dem Wasser ja auch vorbei. Hat gesagt, es war genug Wasser in meinem Leben. Jetzt möchte ich mal was anderes mit Wasser machen. Und ich komme ins Büro, hat eine ganz eigenartig geformte Flasche Wasser draufstehen. Guckt die ganz gebannt und ganz konzentriert, guckt da drauf. Ich sage noch, Rudi, du kannst die Flasche den ganzen Tag hypnotisieren, das wird keine Gurke. Und er hat aber gesagt, ich möchte einfach mal was anderes probieren. Ich habe diesen Gag gekauft, der war 1.000 Dollar teuer. Ich habe eine Urkunde dazu, der funktioniert garantiert. Ich schütte dir den Inhalt, das ganze Wasser in die Hosentasche, die Hose wird nicht nass. Du, was soll ich sagen, er hat das gemacht. Alles reingeschüttet, alles, 2 Liter waren das fast. Und dann hat er da gestanden und du warst klatschnass. Seinen Lachanfall gekriegt und sagt, 1.000 Dollar am Arsch. Das Besondere an Rudis Komik war, er hat sich eigentlich nie auf Wehrlose gestürzt. Er hat immer Leute angegriffen, entweder sich selber hochgenommen oder Leute, die auch wieder was zurückgeben konnten. Er hat sich nie auf die Kleinen gestürzt, mit wenigen Ausnahmen. Mit Kalle Pohl und es gab noch einen gewissen Norbert Blüm, sein Lieblingsopfer. Aber die Rache des Norbert Blüm, die hat Fernsehgeschichte geschrieben. Mal gucken, ob Norbert Blüm zu Hause ist. 116. Guten Tag. Guten Tag. Ist der Herr Blüm zu Hause? Nein, der ist im Moment nicht zu Hause. Der ist bei Martin. Bangermann? Nein, bei dem in der Wirtschaft. Ja, das meine ich auch.
Darf ich fragen, wer sind Sie? Ich bin seine Tochter. Ja, ja, so eine gewisse Ähnlichkeit ist da, ja. Der Unterschied zwischen uns und Ihnen, der lässt sich in das Bild bringen. Sie sind an einer besseren Melkmaschine interessiert, wir an besseren Kühen. Aber wir haben die bessere Milch. Wir machen keine Gags gegen Blüm, wir machen Gags mit Blüm. Oh, Moment, Moment. In der vorigen Woche, da haben Sie sich lustig darüber gemacht, dass er so klein ist, hm? Ja, ich weiß, das war ein Fehler. Denn so klein ist Nobby nicht. Nee, ich zeig's Ihnen mal. Jungs, zeig's mal. Dass Blüm hier wohnt, war natürlich Quatsch. Aber vielleicht möchten Sie mal wissen, wer hier wirklich wohnt. Ja? Ah, tut sich nichts. Okay, das war's für heute. Auf Wiedersehen. In einem Bremer Studio wurde heute Abend deutlich, dass ein deutscher Minister einem holländischen Showmaster durchaus das Wasser reichen kann. Da hat der kleine Herr Blüm die Größe besessen, in Rudis Show zu kommen. Und dass er in diese Show auch gekommen ist, das habe ich schon bis auf die Unterhose gespürt. Ich hole ihn mal gerade ab. Herr Blüm, trauen Sie sich raus? Nicht ohne meinen Eimer. Ich hab Ihnen nichts getan und ich habe auch schon was abbekommen. Gut, da haben Sie auch wieder recht. Sie können den Eimer hier lassen. Nein, den nehme ich schön mit. Man weiß ja nicht, was da oben alles noch passiert. Also bitte keine Gags über kleine Leute oder sichere Renten oder so. Das fängt schon an zu wackeln, das Wasser. Vorsicht. So, Kalle, er hat dir einen Swimmingpool mitgebracht. Ja. Wunderbar. Es kommt drauf an, wer zuerst schwimmt. Wer zuerst schwimmt, lacht am besten. Wenn man so jede Woche in Rudis Tagesshow hochgenommen wurde, was sagen denn die Kollegen am Kabinettstisch? Fällt mir nichts ein, über dumme Bemerkungen höre ich nicht und die meisten vergesse ich, wenn ich sie gehört habe. Aber was wichtig ist, was wirklich richtig ist, er hat auf lauwarmes Wasser bestanden. Ja. Und warum war Mainz eiskalt? Ja, wir hatten ja den Gag schon aufgewärmt. Konnte das Wasser nicht mehr aufwärmen. Sehr schön. Den Gag schon aufgewärmt. Wenn man das weiß, wenn man weiß, es kommt nach einer Woche wieder eine Sendung und er wird mich sicher wieder dabei haben, überlegt man sich vorher noch ein bisschen genauer, was man sagt? Ehrlich gesagt, nein. Man überlegt sich, ob das, was man sagt, richtig ist und was oder falsch. Was andere daraus machen, da wirst du verrückt. Du musst, kannst nicht immer dich nachrichten, was andere über dich sagen. Und da ich auch gern über andere lache, muss ich auch hinnehmen, dass über mich gelacht wird. Denn ich habe nicht gern Leute, die nur über andere lachen können. Das habe ich nicht so gern. Ich denke, es gibt auch gar nicht so viele Minister aus dem Kabinett, die man heute noch so genau kennt. Hat bestimmt damit zu tun, dass Sie gerne lachen. Ich bin da schon sehr sicher. Sie waren vielleicht sein Lieblingsopfer, aber ja beileibe nicht das Einzige. Wir haben schon. Also wohl, Politik ist nicht nur zum Lachen. Ich meine, nein. Und die Witze, die Rudi Carell über mich gemacht hat, die waren mir immer noch lieber wie faule Tomaten oder Eier, die ich auch am Kopf erlebt habe. Ich war viel verträglicher. Sie waren vielleicht das Lieblingsopfer von Rudi Carell. Aber ja, beileibe nicht das Einzige. Wir haben schon Helmut Kohl mit leichten Mädchen gesehen. Und jetzt kommt ein ganz schwerer Gang des großen Willy Brandt. Fühlen Sie sich auch manchmal abgespannt und müde? Haben Sie das Gefühl, etwas Wichtiges vergessen zu haben? Dann fehlt Ihnen eines. Sie brauchen Naturlecithin.
Das war 1987 eine Werbepersiflage, kann man nur sagen. Wer hat's erfunden? Aber es gab eine Geschichte in Rudis Tagesshow, die ist nur ein einziges Mal gesendet worden. Aber das Echo, das war gewaltig. Konflikt um Fernsehsatire. Die iranische Regierung hat heute zwei bundesdeutsche Diplomaten aufgefordert, innerhalb der nächsten 3 Tage das Land zu verlassen. Begründet wurde die Ausweisung des stellvertretenden Botschafters und des Kulturattachés mit Rudi Carrells Tagesshow vom Sonntagabend. Dabei war Revolutionsführer Khomeini gezeigt und durch eine Bildmontage der Eindruck erweckt worden, begeisterte Frauen hätten ihm Dessous zugeworfen. Rudi Carrell kam mich etwas aufgeregt besuchen und wir haben darüber beratschlagt, was man machen kann. Und ich habe ihm gesagt, ich komme nicht drum rum, ich muss mich auch um die Mitarbeiter und Kolleginnen und Kollegen der Printmedien in Teheran nicht zu gefährden, beim Botschafter entschuldigen. WDR-Intendant Nowotny bedauerte gegenüber Botschafter Salari, dass hier ein satirisch-politischer Versuch in religiöse Zusammenhänge gestellt worden sei. Die WDR-Erklärung enthält auch eine Entschuldigung von Rudi Carrell. Ja. Ja. Alles in Ordnung? Gut. Absolute Ruhe, ja? Danke. Bitte, Herr Carrell, Sie können kommen. Herzlichen Dank, Herr Kommissar Derek. Kann ich jetzt anfangen? Sie können anfangen. Ich glaube, man hat es auch wirklich Rudi angesehen. Es war eine kritische Situation. Ja, also man kann ja über den Film so oder so denken. Ich finde ihn nicht so besonders gut. Man verletzt religiöse Gefühle. Aber da hört der Spaß der Toleranz auf, als mit Mord gedroht wurde. Da hört es auf. Das ist kein Grund für Mord. Es gibt Morddrohungen. Und deshalb bin ich auch in die Sendung gegangen. Das war ein Stück Solidarität. Denn die Sendung stand unter der Drohung von Terror. Das war die Sendung, in der Sie ihm den Eimer Wasser über den Kopf... War das die Sendung war, nach der... Na, die war danach. Insofern war das eine Mischung. Die Rache des kleinen Mannes und Solidarität mit dem großen Rudi Carrell. Ja. Puh. Sie gehen selber auf Tournee. Demnächst. Das finde ich, fand ich jetzt wirklich auch sehr überraschend. Mit einem Kollegen. Ja, mit Peter Sodan. Das ist eine Art Abenteuerurlaub, den ich mir gönne. Ich bin ja Amateur. Aber ich bin neugierig, mal was anderes auszuprobieren. Wird die sichere Rente bei einem Kabarettprogramm von Norbert Blümer ein Thema sein? Ja, das Wasser fängt schon wieder. Ich kann es nicht ändern. Norbert Blüm als neues Kabaretttalent. Die Talentsuche war immer auch ein Thema von Rudi. Er hat junge Menschen gesucht, entdeckt und gefördert. Rudi stellt Ihnen jetzt mal einen jungen Mann vor, den Sie hinterher noch einige Male gesehen haben. Weiter geht's mit Marco Keller aus Überlingen. Schon als kleiner Junge war ein Charmeur. Heute lebt er noch im Bodensee bei seiner Oma, die sehr stolz darauf ist, dass Marco Sänger bei der Big Band der Bundeswehr ist. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, liebe Mädchen, seid mir mal eine solche Stütze. Aber wer sollte mich sonst nach der Party nach Hause tragen? Hier sind zwei Menschen, die ihre Karriere bei Rudi Carrell begonnen haben. Hier sind Marc Keller und Jörg Knörr. Hallo Marc. Hallo. Ich glaube, einen aufrutschen wäre besser. Ja, Gott. Kurz einen rüber. So, dann haben wir alle Platz. Schön, dass ihr da seid. Marc Keller, das waren ja unglaubliche Bilder. Sie waren ja so, du warst sowas von schön. Ich sah noch jung aus, ne? Du siehst immer noch jung aus, aber die Karriere begonnen mit einem Dean Martin Song. Das war sowas wie heute
Deutschland sucht den Superstar. Ja, das war ein ähnliches Konzept, nur damals waren es Imitatoren. Und, ja, und ich habe halt da den Martin gemacht und das war mein großes Glück, Rudi kennenzulernen. Und ich weiß noch, wie ich damals angefangen habe. Ich bin da reingekommen und ich hatte so Muffe, ich war Sänger bei der Bundeswehr-Bigband und dann musste sich jeder einzeln bei Rudi vorstellen. Er hatte noch so ein Träger-T-Shirt an. So war ich, war so in der Papiere, ich musste mich hinstellen und sagte, hallo, hey, wer bist du? Sag ich, Marco Keller, sagte, und wen willst du machen? Was? Sag ich, Dean Martin, sagte, alles klar, okay. Bin ich wieder rausgegangen, dann habe ich angefangen zu singen. Keine zwei Minuten später stand er da, sagte, ich habe nur gelacht, sagte, du kommst zu mir, wir haben ein Essen, weißt du schon? Sag ich, nein, sagte, jetzt weißt du es, er gehört zu mir. Also, damit ihr alle Bescheid wisst. Und von dem Tag war ich mit ihm zusammen und habe ihm zugeschaut, wie er mit seinem Regisseur gearbeitet hat. Leslie hat immer ständig ihn gefragt, ob er das richtig gemacht hat. Also das war so sein Beichtvater, den hat er immer mitgenommen. Und nachmal, also dann ging es ja los mit der Serie, habe mich da empfohlen und dann ging so mein schauspielerischer Weg eigentlich weiter. Eins nach dem anderen. Also wie viele Kandidaten waren in dieser Sendung dabei? Damals waren es immer fünf, ja, genau. Fünf Kandidaten. Das war eigentlich die Mini-Playback-Show für Erwachsene. So können Sie mal. Ja, das war so, ja. Die Mini-Playback-Show für Erwachsene. Ja, das war fünf, so. Am Anfang war es ja immer der berühmte Satz, eben noch in der Metzgerei und jetzt auf der Showbühne. Ja, genau. Ist ein geflügeltes Wort geworden. Ja. Dann aber vom Sänger zum Schauspieler gekommen. Ja, ich habe eigentlich da bei diesem Gespräch, als ich unter dem Auto lag, weil ich war Kfz-Mechaniker beruflich, das haben wir jetzt nicht gesehen, habe ich zu ihm schon gesagt, dass ich eigentlich sehr gerne zum Film möchte. Und das hat in der Sendung dann auch ein Regisseur gesehen, der damals diese ARD-Serie Sterne des Südens vorbereitet hatte. Und er hat bei Rudi Carrell angerufen und Rudi hat gesagt, ja, ich möchte euch den Marc anschauen, ne? Den Marco. Dann haben sie, bin ich dann zum Casting gegangen und dann hat es auch geklappt alles eigentlich. Also manchmal haut es einfach so hin. Ja. Jörg Knörr, Deutschlands berühmtester Parodist. Danke für das Wort. Ja. Ich habe immer so ein Problem mit Imitator. Und ich muss da was sagen. Deswegen habe ich es extra nicht gesagt, ja. Jetzt hast du es. Ja, aber ich darf es auch erwähnen, weil Rudi Carrell hat in seinem Buch, gibt es ein Zitat, er hat ja viel über Kollegen gesagt und ich komme auch vor. Und Rudi hat ganz früh mal gesagt zu mir, und ich habe ihn ja immer verfolgt, Jörg, du musst mehr an deiner Persönlichkeit arbeiten und nicht so viele Parodien machen. Und dann, du erinnerst dich, bei 7 Tage, 7 Köpfe war es schon so, dass ich mal auch einfach so Gags gemacht habe, ohne irgendwie eine Stimme dabei zu liefern. Und dann habe ich einen geilen Gag gehabt, vorher war immer die Konferenz, und Jochen sagte, das ist gut, darüber werden die Leute sich ausschütten. Und Rudi sagte, der sagte, du darfst nicht bei den Parodien stehen bleiben, sagte, ja, ich glaube auch, die Leute werden sehr darüber lachen, aber Jörg, kannst du denselben Gag vielleicht als Inge Meisel machen? Aber um in die erste Show zu kommen bei Rudi Carrell, hast du keine Stimme nachgemacht, sondern eine Unterschrift. Oh ja, genau. Es war genau 1975 und ich war, und das bleibt dann auch mein Guinness-Bucheintrag, der jüngste Kandidat am laufenden Band. Ich war 15 und man kam ja immer mit einem Familienmitglied und ich wusste, keiner von meiner Familie wollte so sehr in diese Sendung, eigentlich überhaupt nicht. Und dann habe ich die Unterschrift, die Einverständniserklärung meiner Mutter gefälscht und damit bin ich dann... Komm, bitte? Ohne Witze, ohne mir vor einen Witz zu erzählen, nein, bist du reingebracht. Alfred Biolegger, das wird ein Riesentalent, das weiß ich. Aber das Schönste an Jörgs Auftritt bei Am laufenden Band ist eindeutig, wie er aussieht. Schauen Sie mal. So, das ist eigentlich alles. Trauen Sie sich das zu, um nachzumachen? Was? Ja? Ja, kannst du die Dekoration ändern, ja? Ja, al nu, ja, nee, das ist was Schlimmes dabei. Sie müssen es nicht so spielen, wie wir gespielt haben, Sie müssen es rückwärts spielen. Denn wir haben diese berühmte Zeitlupenmaschine, die steht jetzt in Hamburg. Jörg, Sie sind hier. Haben Sie einen Kamm gekriegt von Heinz, ja? Jetzt müssen Sie also anfangen, die Haare wieder durcheinander zu kämmen, ja? Weil es jetzt rückwärts geht. Und alles rückwärts gehen und so weiter. Hamburg, aufgepasst, es geht gleich los. Ab jetzt! Nur eine Maschine, aber das ist doch gut.
Jetzt muss ich noch eins wissen. Die junge Dame, mit der du gespielt hast, das war dann deine Mutter. Sie hat dir verziehen. Naja, sie hat mir wirklich... Ach, meine Mutter hat viel für mich getan. Sie hat mich auch dann immer hingefahren, wo Rudi gerade war, und hat das gespürt, dass ich da die Showschule durchmache. Hast du eigentlich bei... Hast du eigentlich bei am laufenden Band das Finale erreicht? Nein, nein. Ja, du warst nicht im Finale. Also ich war zu jung, um den Höhepunkt zu erreichen. Er durfte nichts gewinnen. Also er durfte nicht gewinnen. Warum? Nee, ich denke nicht, weil du warst jung. Ich weiß noch, bei der ersten Show am laufenden Band, Jürgen, kannst du dich erinnern, da gab es eine Riesendiskussion, weil die Leute gesagt haben, die Preise waren zu hoch. Heute gewinnt man eine Million. Ne? Ja, ja. Und das Witzige ist, Rudi hat zweimal in Ermangelung von irgendeiner Idee für das Fragezeichen die Frage gehabt, wie alt schätzen Sie, nee, die Stichfrage war das, wie alt schätzen Sie mich? Und zweimal haben die Leute ungefähr 20 Jahre zu alt geschätzt und dann hat das sein gelassen. Das hat ihn sehr geärgert. Marc, Sie haben immer Kontakt zu Rudi gehalten. Ja, er hat mich die ersten Jahre immer kontrolliert, weil ich sagte, was machst du, wie läuft's, hast du Probleme, ja? Hast du mich noch nicht angerufen? Ich glaube, das ist ein Infekt, ne? Wir haben alle die gleiche. Aber wir immer die gleiche Seite, den wir ihn kennen. Auch, ne? Nee. Ja, aber auf jeden Fall. Wir reden alle ein bisschen so. Ich weiß. Ja. Haben wir auf jeden Fall ständig Kontakt gehabt und ich habe ihn seit der ersten Sendung eigentlich bis zu seinem Tod, habe ich ihm immer so ein kleines Dankeschön zu seinem Geburtstag geschickt. Und das war immer so, erst waren 6 Flaschen Champagner, wenn ich eine gute Zeit hatte im Jahr. Und wenn es dann wieder schlechter war, dann waren es nur noch 3. Und am 19. hat er Geburtstag, da war das bei ihm. Und er hatte immer seine Sendung gehabt. Und am 20. 21. irgendwann war ich in der Stadt irgendwo unterwegs, weihnachtsmäßig klingelt das Telefon und sagte, ups, die sind wieder da. Hast du mich nicht vergessen? Das gefällt mir, Marc. Ey, du denkst immer daran. Super, ich wünsche schöne Weihnachten. Das war jedes Jahr bis zum Schluss. Jürgen. Ja. Jürgen, kannst du dich an deinen ersten Sketch bei Rudi Carrell erinnern? Ich weiß nicht mehr, ob es der erste war, aber ich musste auf einer 10 Meter hohen Leiter stehen und ich hatte Durchfall. Also den hatte ich schon vorher. Ach so. Aber er wurde auf der Leiter nicht besser. Und ich habe wirklich Höhenangst. Und das war schlimm. Also mir hat man erzählt, der erste Sketch wäre in einem Friseursalon. Ja, das war ja die Staffel. Ich glaube, das erste, was wir gedreht haben, war diese Scheißleiter. Aha. Und den anderen Sketch. Scheißleiter, ja, halt, ja. Scheißleiter. Ja. Den anderen Sketch, das war wunderbar. Und ich kannte auch das Original. Und er hat es wirklich genauso gemacht. Ich hoffe, wir sehen jetzt nicht die verkürzte Fassung. In welcher Sendung war das denn? In Rudis Tagesschau. Ah, okay. In Rudis Tagesschau. Und wir hoffen, wir sehen jetzt nicht die gekürzte Fassung. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob du die Kunden auch rasieren kannst. Und für den Test machen wir das Schwierigste, was es überhaupt gibt. Ballons. Wenn die heil bleiben, dann kannst du es. Bitte, Junge. Schön vorsichtig. Schön vorsichtig. Ja. Gut. Gut. Ja, da war wohl doch ein Problem. Nee, da machen wir noch einen. Komm, Junge. Ja, ist okay, Mann. Schön vorsichtig, ne? Noch vorsichtiger. Schön. Nie über den Mund. Schön vorsichtig. Gut. Gut. Ja, man kann nicht vorsichtig genug sein. So ist es, Junge. Bin gleich wieder da. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Sie wünschen? Können Sie mich rasieren? Bitte nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Sind Sie neu hier? Mhm. Bin hier seit einer Woche in der Ausbildung. Ich darf nur einen seifen. Mhm. Der Chef wird Sie rasieren. Ah. So, guten Tag. Tag. So, Jung, jetzt werde ich dir das noch mal zeigen. Ne? Guckst du dir genau an, immer dran denken. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Jetzt stehst du hier rum, guck mal den Laden an, die Fegen.
Es war natürlich die ungekürzte Version. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja. Wir haben über den Entdecker und Förderer Rudi Carrell gesprochen. Und jetzt förderst du den eher unentdeckten Romanautor Rudi Carrell. Ich frage mal, was liest du? Ja, das ist von 79 hat er das geschrieben. Mittlerweile gibt es ja mindestens eine andere Biografie. Aber das ist ja eine Mischform aus Fiktion. Er erfindet ja da ein Kidnapping seiner Person und Realität. Und wenn man die Sachen kennt, dann erkennt man auch, welche Witze er einfach genommen hat und daraus Episoden seines Lebens gebastelt hat. Ich würde mal ein kleines vortragen, weil... Wie heißt das Stück? Das Stück... Das Buch heißt, gib mir mein Fahrrad wieder. Dann würde ich sagen, Jürgen von der Lippe. Bernd, ich habe zwei Stellen. Zwei Stellen. Du kannst dir das als Gastgeber aussuchen. Ja. Möchtest du etwas aus dem Rotlichtmilieu oder aus dem Bereich der Gastroenterologie? Möchten Sie was aus dem Rotlichtmilieu oder etwas aus dem Bereich der Gastroenterologie? Ja, ich glaube, bei Rotlichtmilieu war irgendwie der Applaus stärker. Gut, nehmen wir Rotlicht. Bitte schön. Also. Rudi hat 3 Jahre auf Marbella gelebt und hat diesem Kapitel seines Lebens etliche Szenen gewidmet, hat die tollsten Leute getroffen. Hier geht es um einen Herrn Koch, der sich widerwillig von seiner Frau hat scheiden lassen, ihr aber nachtrauert. Er ist jetzt auf der Reeperbahn in Hamburg, geht durch die Herbertstraße, wie gesagt, seiner Frau nachtrauernd. Hinter einem der vielen weltberühmten Fenster sah er eine Frau, die sein Herz stillstehen ließ. Gott sei Dank nicht so lang wie beim letzten Herzanfall. Da saß sie. Das war sie. Mit einem bisschen Fantasie konnte man behaupten, eine Kopie von Barbara vor sich zu haben. Mein Name ist Koch, sagte er. Und Ihrer? Brigitte. Sind Sie verheiratet? Nein. Haben Sie einen... Sie meinen Zuhälter? Ja. Nein, habe ich nicht. Was verlangen Sie für eine... Mit Gummi 50 Mark, ohne Gummi 100 Mark. Was ist der Unterschied? 50 Mark, sagte sie lächelnd. Und er sah, dass sogar ihre Zähne denen von Barbara stark ähnelten. Wenn ich Ihnen 50.000 Mark gebe, würden Sie mich dann heiraten? 100.000 ohne Gummi, scherzte sie. Einverstanden, erwiderte Herr Koch. Hören Sie mal, geben Sie mir 25 Mark für dieses Gespräch und verschwinden Sie. Nein, ich meine es ernst. Bitte, hier haben Sie statt 25 Mark zuerst mal einen Tausender. Komm ausziehen, forderte sie. Warum? Ich möchte zuerst mal arbeiten für mein Geld. Danach reden wir weiter. Okay, erwiderte der Alte und begann bei seinen Manschettenknöpfen. Warum möchten Sie mich heiraten? Fragte sie etwas später zur Decke blickend. Weil Sie sehr meiner Ex-Frau ähneln, sagte der Alte. Also doch pervers, seufzte Brigitte. Wer ist schon normal? Erwiderte Herr Koch. Da haben Sie recht. Er begann noch mal von vorn. Ich zahle Ihnen morgen 25.000 Mark, bei der Hochzeit 25.000 Mark und wenn wir in Spanien in meiner Villa wohnen, noch mal 50.000. Nach einer Pause fügte er hinzu, allerdings unter einer Bedingung. Aha, jetzt kommt's. Brigitte setzte sich auf und schaute auf den Mann hinunter, den sie bequem in die Reihe ihrer Großväter hätte einordnen können. Er sah sie an und fuhr fort, Sie müssen ihr Haar rot färben lassen, das gleiche Make-up wie meine Ex-Frau tragen, das gleiche Parfum verwenden und so weiter. Was meinen Sie mit und so weiter? Ich würde Ihnen die gleichen Schmuckstücke schenken, die sie hat, die gleichen Pelze, die gleiche Kleidung, alles genau gleich. Sie hatte genug Berufsinstinkt, um zu wissen, dass er nicht log. Und einen anderen Instinkt, der ihr sagte, dass hier die Chance ihres Lebens lag, dieses Haus gegen eine Villa in Spanien einzutauschen. Ich bin einverstanden, sagte Brigitte. Danke, Barbara, sagte Herr Koch. Danke, Jürgen, sagt der Stelter. Das Buch ist leider vergriffen, aber wenn Sie die Idee haben, dass man aus einem vergriffenen Buch vielleicht einen Bestseller machen sollte, schreiben Sie mal zum Verlag.
Showstars waren immer ein Exportschlager aus Holland, direkt nach Gouda, Tomaten, Tulpen. Aber nehmen wir mal André Rieu, Linda de Mol, Lou van Burg, Johannes Heesters und natürlich Rudi. Vielleicht hat ja so hat es ein kleines bisschen geholfen, um in Deutschland Showkarriere zu machen, wenn man einen bisschen komischen Akzent hatte. Rudi konnte ein Lied davon singen und er hat es getan, zusammen mit Heintje. Ganz egal, ob man sie verstehen kann. Nulpen aus Amsterdam, ob im ersten, zweiten, dritten Programm. Nulpen aus Amsterdam, außer Käse und so weiter, kommen wir als Gastarbeiter. Was der Stock nicht singen kann, singen Nulpen aus Amsterdam. Singen Nulpen aus Amsterdam. Ja, Rudi hat eine Menge Hits gehabt in Deutschland, aber auch einige Hits, was wir immer vergessen, natürlich in Holland. Und wir haben uns überlegt, welches Duo könnte ein Medley von Rudis größten Hits singen. Und wir haben nach längerer Überlegung haben wir einfach einen wunderbaren Entschluss gefasst. Wir nehmen einen Mann, der im ersten Samstagabendshows moderiert, der noch dazu singen kann wie ein Teufel und für jeden Scherz zu haben ist. Und dazu natürlich die Holländerin des heutigen Abends. Hier sind Marijke Amado und unser österreichischer Ersatzholländer Andy Borg. Wenn der Frühling kommt, dann schick ich dir Tulpen aus Amsterdam. Wenn der Frühling kommt, dann pflück ich dir Tulpen aus Amsterdam. Wenn ich wiederkomm, dann bring ich dir Tulpen aus Amsterdam. Tausend rote, tausend gelbe, alle wünschen dir dasselbe, was mein Mund nicht sagen kann, sagen Tulpen aus Amsterdam. Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de wijsjes van de zijsjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Dat klinkt schön. Goethe war gut. Mann, der konnte reimen. Wenn ich das versuch, schwitz ich Wasser und Blut. Und ich denk jedes Mal, Goethe, der war gut. Der war gut. Da sitzt ein Mörs, weil da auf der Trap, war auf der Trap, now da. Een kleine muis met klompjes. Nee, het is geen grap van je. Klim, klimperde, klap op de trap. Genau. Wenn der Frühling komt, dan schik ik dir Tulpen aus Amsterdam. Wenn der Frühling komt, dan pflück ich dir Tulpen aus Amsterdam. Wenn ich wiederkomm, dann bring ich dir Tulpen aus Amsterdam. Tausend rote, tausend gelben, all wünschen dir dasselbe, was mein Mund nicht sagen kann, sagen Tulpen aus Amsterdam. Sagen Tulpen. Marijke Amado und
Andy Borg. Ja. Mareike, der erste holländische Titel, das war Waddelgeluk. Und das war der Titel, mit dem Rudi Carrell 1960 so überzeugend den Grand Prix verloren hat. Sehr überzeugend. Waddelgeluk, dat ik een stukje van de wereld war, war der Titel. Heißt auf Deutsch? Das war Deutsch. Ach, das war. Was ein Glück, dass ich ein Stückchen von der Welt bin. Und damit machte er die vorletzte Platz. Vorletzte Platz, aber es hat ihm nicht geschadet. Nein, und wir Holländer hatten Mitleid mit ihm. Und in Holland wurde das ein Riesenhit. Was ein Glück, dass ich ein Stückchen von der Welt bin. Gerne gesungen heute. Danke dir. Es gibt ganz, ganz viele holländische Showstars, die in Deutschland sehr, sehr groß geworden sind. Lou van Burg, Rudi Carrell, Mareike Amado. Ja? Woran liegt das? Hast du eine Erklärung dafür? Also ein deutscher Psychologe hat das mal irgendwie nach seinen Worten erforscht eigentlich und nach seinen Gedanken. Er sagte, also die holländische Sprache ist, die klingt so kindlich, dass man eigentlich es so nimmt, dass man denkt, na ja, gut, die werden nie Deutsch lernen. Aber trotzdem klingt es lecker. Es klingt kindlich lecker. Kindlich lecker, ja, wunderbar. Andy, und was die Holländer nicht schaffen, das moderiert ihr Österreicher. Ja, genau, so ist es. Peter Alexander, Karl Moik. Genau. Der Frank Elser auch ein Österreicher. Reinhard Fendrich zum Beispiel. Borg. Andy Borg, ja, Moik und alle. Wir sind Österreicher. Bei uns heißt lecker charmant. Und das ist genau dasselbe. Aha. Die Menschen in Deutschland verbinden diesen Dialekt mit einem Urlaub, mit einem Kindlichen, was Schönes, und das kennen die ja nicht ernst meinen. Und da kann man schmunzeln drüber. Aber lecker, charmant, wir sagen lecker duschen, lecker essen, lecker lieben, lecker, alles lecker. Da kannst du nicht so charmant zu sagen. Wir duschen charmant. Du hast uns noch nicht duschen gesehen. Okay. Und ich kann ausgesprochen charmant essen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr beide da wart. Ich habe für Mareike noch ein paar Tulpen aus Köln. Ja? Aber das ist jetzt nur so pro forma. Es gibt nachher noch einen richtigen Strauß. Dankeschön. Für dich, lieber Andy Borg, ich weiß, du bist ein großer Rudi Carrell-Fan und du hast einen Lieblingssketch. Darf ich mir das wünschen? Das darfst du dir jetzt wünschen. Da gibt es also eine Szene, wo er im Schiff schwankend immer eine Suppe bringt. Den kriegen einige ins Gesicht. Da sitzt dann einer, der isst zuerst eine Zigarren, dann eine Zigaretten, dann die Streichhölzer und dann, also unglaublich, spitzenmäßig. Weil wir wissen ja alle, wie schwer sowas ist umzusetzen. Und wenn man das dann sieht, denkt man, mein Gott, was für eine leckere Arbeit. Ja, Sie werden ganz bestimmt denken, mein Gott, was eine leckere Arbeit. Hier ist das Sketch. Ich danke euch. Danke. Einmal Suppe habe ich da für Sie. Man fragt sich, macht die Kamera nur so oder sind da tausende von Bühnenarbeiter beschäftigt, die diese Deko immer hin und her schieben? Also, ich rauche sie lieber in Zukunft weiter, statt sie zu essen. Ah. Oh, Mann. Mir wäre auch schon schlecht geworden, alleine von der Kulisse, weil die bewegt sich ja wirklich, wie man sieht. Sie haben Hunger, ja, ich weiß, ich hoffe, ich immer neu schon. Ob der noch lebt. Ich glaube, wenn er den Sketch 20 Jahre lang gespielt hat, dann lebt er nicht mehr. Einmal super. Oh, da kommt der Rudi. Und, da hat der Egner doch wahrscheinlich einen leichten Nasenbeinbruch davon getragen. Können Sie mir dazu eine Scheibe Trockenbrot bringen? Herrlich! Yeah.
habe ich trocken gelegt und jetzt bringe ich falsche Tulpen. Wunderbar. Das hat aber gedauert fast. Das ist eine großartige Idee. Wobei, so ein das erinnert mich an eine Geschichte, als ich ganz frisch war beim Moment. Vielen Dank. Moment, Jürgen, beim WWF warte einen kleinen Moment. Da gab es schon 100 Jahre WDR, irgendein Jubiläum. In der Sporthalle, 4000 Leute, dauerte, ähnlich wie heute, ungefähr 5 Stunden. Die Leute hatten nichts zu trinken, hatten keine Pause. Da hast du diesen Laden aufgemischt, als einziger. Und Rudi kam, ging raus, kam durch die Menge mit einem Kölsch und alle hatten da hat er sich keine und das machen wir hier auch das nenne ich eine Gedenksendung hier. Aber eine Erinnerung habe ich auch. Man hat vorgesprochen über Österreicher, über Holländer. Und Rudi und ich haben uns irgendwie deshalb gemocht, wir kamen beide aus kleinen Ländern und waren in Deutschland Gastarbeiter. Dann hat der Rudi zu mir gesagt, Herr Felix, kommen Sie mal in meine Garderobe. Ich kam da rein, ich wusste nicht warum. Wirklich, die Garderobe voller Bierkästen. Da hat er eine Flasche aufgemacht, da hat gesagt, wie heißen Sie wirklich? Da habe ich gesagt, ich heiße Kurt Felix. Ah, das ist nicht Ihr Künstlername, sondern ich heiße Kurt Felix. Und er hat gesagt, ich bin der Rudi. Und das war für mich wie der Ritterschlag. Er hat gesagt, immer kannst du reinkommen in meine Garderobe, hat's immer Bier. Ich trinke sehr gerne mit dir, auch nach der Sendung, immer wieder ein Bier. Und ich war 3 Jahre lang in Bremen, immer zur Sendung und war nie unter 1 Promille. Und ich habe mir dann gesagt, die Holländer, die spielen nicht nur besser Fußball als die Schweizer, die ertragen das Bier auch besser. Und jetzt bei der Gelegenheit, Herr Stelter, ich bin der schöne Kurt. Ja, bitte. Bernd. Hallo. Und kein Künstlername. Gut. So. Ja, auf Rudi. Auf Rudi. Also setz. Auf Rudi. Also auf Rudi. Rudi. Roberto, du warst mit Rudi zusammen in Spanien. Ja. Nicht nur in Spanien, Acapulco, überall. Wir haben zusammen gearbeitet. Und wir haben uns getroffen in Marbella. Ja. Und dieser Treffpunkt war so, der sagt, Roberto, bist du auch in Marbella? Ich sage, ja. Und dann sagt er, du, meine Frau will schwimmen gehen. Ich habe keine Lust, schwimmen zu gehen und so. Ich komme zu dir. Ich hatte ein Haus gemietet. Ich komme zu dir. Bist du allein? Ich bin allein. Oh, gut. Dann kommt er. Und ich sage zu der Haushälterin, Spanierin, ich sage, por favor, cerveza. Die Ginga hat gekauft, so ein kleines Kästchen mit 6 Flaschen. Oh. Das war eine Hitze da, das war ungefähr 30 Grad im Schatten. Und kam der Rudi, sich ausgezogen, sag ich, hingelegt. Die 6 Flaschen waren weg in ungefähr 10 Minuten. Der sagt, Señora, más cerveza. Guckt die so, sie ist weg, wieder hin. Pero no una, 3, 4 cajas. Boah, die ist gekommen mit 4, 5. Und der ist geblieben den ganzen Tag. Am Schluss, wir hatten ungefähr, ohne Spaß, 15 Cajas de Cerveza. Auf einmal, als er wegging, als ich angesucht habe, sagt die Frau zu mir, also ein verstehe ich nicht. Mein Mann trinkt Bier. Ich habe ihm verboten, Bier zu trinken, weil er sah so aus. Und dieser Mann trinkt 4, 15 Cajas Cerveza und ist so dürr wie Christus. Wie macht er das? Der war so dünn. Es gibt einen jungen Mann, der hätte sicher ganz, ganz gerne mit uns jetzt hier ein Bier getrunken, aber er hat 8 Wochen lang jeden Samstag die Promis tanzen lassen und danach hat er gesagt, so, jetzt bin ich mal wieder weg. Aber einen Gruß hat er uns doch rübergeschickt. Happy Kerkeling. Ja, für mich ist und war Rudi Carrell der größte Entertainer. Keiner hatte so ein Timing wie er. Und was viele vielleicht nicht wissen, das hat er auch nicht immer ausgestrahlt, Rudi hatte wahnsinnig viel Herz. Und in seinen Überraschungsshows kam das manchmal zum Tragen, wenn er so kurz davor war, sich ein Tränchen zu verdrücken. Und was Rudi auch immer war, er war politisch korrekt, ohne dabei steif zu wirken. Und deshalb nach wie vor Hut ab für den für mich größten Entertainer, den Deutschland hatte. Na, ich denke,
Da hat uns Harpe aus der Seele gesprochen. Und der große Entertainer, der hatte auch ganz einfache Rezepte. Unter anderem hat er gesagt, in jeder Sendung muss man lachen können und auch weinen. Und so manches Tränchen wurde verdrückt, wenn diese Melodie zu hören war. Lass dich überraschen. Gleich kann es geschehen. Überraschen. Ich glaube, das war nicht live, weil er war ein Tick spät. Da hatte er wirklich den Arm gebrochen, ne? Lass dich überraschen. Wenn er dann die Leute zusammenbrachte, die haben geheult und so. Das war schon sehr echt und sehr, sehr anrührend und auch glaubhaft. Der Roland hat geschrieben, dass sie Samstag Geburtstag haben. Ja? Und er schenkt ihnen eine Nacht mit Engelbert. Oh Gott, eine Nacht mit Engelbert. Das ist ein bisschen unanständig, aber so ist es nicht gemeint. Wenn Sie sich jetzt umdrehen, dann kommt er da. Bitte, hier ist Engelbert. Ja. Das sieht so ein bisschen aus wie kurz vor einer indischen Hochzeit, wo der 12-Jährige ihr neuer Ehemann vorgestellt wird. Hi. Hello. How are you? I'm fine, thank you. Hello, how are you? Nice to meet you. Das ist Hannelore. Hannelore, how are you? Ja, und ich bin dann. Der fragt sie jetzt nicht gerade zum dritten Mal, wie es ihr geht, oder? How are you? Das ist das zweite Mal. Hannelore. Und jetzt? Hannelore, how are you? Das dritte Mal. Was ist das für ein Typ? Der kann sich doch mal konzentrieren, wenn sich jemand so freut. Ist ja gar nicht bei der Sache hier. Und bei Hannelore hier, unser Engelbert. Heute nennt man sowas Talking. Wenn diese Leute einfach in den Studios auftauchen. Früher sind die Prominenten noch zum Publikum hingegangen. Das ist eine ganz andere Qualität gewesen. Meine Damen und Herren, Maria Telk, Stock aus Telk. Die Emotion hat sich nicht auf das Studio und auf die Kandidaten beschränkt, sondern er hat sie wirklich eingefangen, in die Arme genommen. Die Menschen. Zwischen Weinen und Lachen hat er sich bewegt. Vielleicht sein Leben lang. Er hat mehr gelacht als geweint, aber er wusste genau dosiert, all diese Elemente einzusetzen. Ich habe Türken gehabt, die haben lange bei mir gewohnt. Die haben zwei Kinder bekommen bei uns, die habe ich großgezogen, weil die Frau arbeitete. Und dann sind die schweren Herzens wieder zurückgegangen zur Türkei. Waren Sie so eine Art Großmutter so für den? Nein, also die sagten Tante zu mir, nicht? Tante, ja, eine Tante. Ganz tolle Tante. Und jetzt haben Sie sie lange nicht mehr gesehen, aber Sie möchten... Ihr müsst es gleich ausmachen, weil ich mich bei sowas immer weine. Sie Heimweh, sie hat auch immer so Heimweh. Hier ist die ganze Familie Anna. Nee, das gibt's nicht. Doch, bitte, schauen Sie mal da hin. Da, schauen Sie mal. Furchtbar. Funktioniert immer noch. Selbst bei mir kommen sofort die Tränen, wenn man das sieht. Es ist einfach schön. Maria Stock aus Telgte ist heute 94 Jahre alt. Und Maria Stock aus Telgte ist heute hier. Ich stehe Ihnen auf. Nein. Sie können ganz bequem sitzen bleiben. Das ist jetzt 20 Jahre her. Das ist doch jetzt 20 Jahre her, dass ich dann einen Abend hier war und wurde auch eingeladen. Und Sie müssen denken, ich kam in den Saal, war hier und wir waren von einem Chor hier, vom Gesangverein. Und ich habe bis dahin nicht gewusst, dass ich da saß, dass ich dran kam. Man hatte Ihnen gesagt, Sie machen einen Ausflug mit dem ganzen Chor zu Rudi Carrell in die Show. Ja. So hat man das gemacht. Dann war es heute einfacher, Sie hierher zu bekommen, ne? Ja, das wohl. Aber ich war, oh Gott, das war aber interessant. Die hatten sich hinter meine Tochter gemacht oder hinter meinem Sohn, die auch im Chor sind. Und mit mir konnten sie das nicht machen. Und da sagte der... Da stand der Dirigent eines Abends dann auf im Chor und sagte, wer hätte da wohl mal Lust, dass wir mal nach Köln hinfahren? Wir machen mal einen Ausflug.
Und am Schluss besuchen wir die Rudi Carell-Show. Ja, zeichne auch alle auf. Ich kann Karten genug kriegen. Zeichne auf. Oh Gott, 40, 50 Mann. Ich zeichne nicht auf. Ich zeichne nicht auf. Meine Tochter sitzt ein bisschen schräg hinter mir. Nee, guckte sich um. Warum zeichnst du denn nicht auf? Nö, nee, sag ich, das kann ich, an anderen soll ich da? Kann ich an anderen Abend sehen, am Fernsehen. Ja, so war das. Brauchte nicht erst nach Köln. Nee, also war gar nichts zu reden. Und da sagt er, ja, dann, was machen wir dann irgendwie? Und er hatte vorher noch gesagt, ich will auch ganz mal mit, ich will mal was von Ihnen hören, wie es alle so ist im Verein, dann kriegen Sie noch Mut. Und da sage ich, nee, über den Verein brauchen wir gar nicht zu sprechen, mit mir haben Sie nichts zu sprechen. Gehen Sie mal, der Dirigent sitzt dahin, in derselben Reihe wie ich. Sagt, da gehen Sie mal hin. Nee, sagt er, der sagt mir ja nicht die Wahrheit, der darf ja seine Sänger nicht verärgern. Ja, und dann habe ich dann auch schön gesessen. Da bin ich schließlich dann doch mitgegangen. Ne? Und das hat mir dann auch Freude gemacht. Und dann nachher, wir hatte erst alles nach Techte gefragt, wo das liegt und wie groß das ist und wie viele Kinder ich hätte und so weiter. Und was war. Und da sagte er, ja, ich weiß es nicht, aber ich kenne Techte nicht und so weiter. Und ist ja gut, dass sie. Haben Sie denn schon öfter eine Schau gesehen? Ja, ich gucke mir das immer an. Gucke ich mir immer an. Das ist immer sehr interessant. Und der bringt viel Freude in die Häuser. Und ja. Ja. Frau Stock, Frau Stock, als Sie. Als diese Sendung dann gelaufen ist, in Deutschland hatte Rudi Carell damals wahrscheinlich ungefähr 80% Zuschauer. Das heißt, in jedem Haushalt war, wenn samstagsabends Rudi Carell kam, war der Fernseher eingeschaltet. Und, ja. Und was war denn hinterher in Telgte los? Ach, was war da los? Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ich war noch nicht halb im Haus und da kam es schon von der Presse. Die Zeitung kam und vor allen Dingen dieses alte Schmierblatt, was früher gab. Nee. Nicht früher. Es gibt sie noch immer. Ja, ist doch wahr. Keine Angst, nicht für, es gibt sie noch immer, diese ja, Spielblätter. Die, ja. Die waren aber auch manchmal gemein, aber ist egal. Ja, es ist vorbei. Aber es war eine gute Presse. Aber ich hatte auch sonst viele Zuschriften und Briefe bekommen. Und da war eine Frau, ich weiß nicht mehr, wo sie, ich habe das alles aufbewahrt im Akten. Und die Frau schrieb mir, liebe Frau Stock, können Sie mir nicht Ihr Kleid verkaufen? Das war so schön. Wunderbar. Dann habe ich eine letzte Frage. Eine letzte Frage. Haben Sie noch Kontakt zu den Annas? Ja, ach ja, die muss ich eben noch grüßen, die Annas. Familie Anna in der Türkei. Vor allen Dingen die beiden Jungs, Janer und Junet. Und kommt mal bald wieder drüber nach Techte. Die kommen immer noch und schreiben, immer noch, immer noch. Wunderbar. Danke, Frau Stock. Ja, ja, kommen wir jetzt. Ja, wir kommen wieder. Ich glaube, da haben Sie sich ein paar Tulpen verdient. Danke, Frau Stock. Ja, Rudi. Maria Stock aus Techte. Rudi hat aber nicht nur Leute in seinem Studio überrascht, er ist auch rausgefahren und hat Loblieder gesungen, Loblieder auf Leute, die es wirklich verdient hatten, seine Rudigramme. Familie Jung, Johannes, Helena, stets füreinander da, die Arbeit ist kein Schwung. Doch zwischen Stall und Weide, so lieben sie es beide, ihr Leben auf dem Bauernhof. Ja, Oma Babette feiert den 80. Geburtstag und deshalb sind alle Kinder heute da. Hey, ja, Oma Babette feiert den 80. Geburtstag und deshalb sind alle Enkelkinder da. Hey, ja, Oma Babette feiert den 80. Geburtstag und deshalb sind alle Urenkel da.
35 zit dus ook zum ersten Mal zusammen. De eine wohnt ganz fern, der andere nah. Lachen, lachen, lachen. Und lass dich überraschen. Dein gebrochen ab ins Hospital. Die Schmerzen sind wahrhaftig eine Qual. Die Schwestern hier versehen ihren Dienst besonders gern. Drum wünsche ich fast jedem Hals- und Beinbruch in Luzern. Heute ist Entlassung, na klar bin ich froh. Doch selten beeindruckten Menschen mich so. Drum dank allen Schwestern im Schweizerland und anderswo. Neun Schwestern aus Luzern, die wirklich Schwestern waren. Acht waren im Bild und fünf davon sind heute hier. Hier sind die Geschwister in Eichen aus Luzern. Hallo, schönen guten Tag. Hallo, schönen guten Abend. Schön, dass wir lassen nämlich irgendwo in die Mitte. Schön, dass ihr alle Zeit gefunden. Wie lange ist die Sendung her? 3 Jahre? Nein, 15. Hä? Gar nicht verändert. 3 Jahre. Aber das muss man sich mal vorstellen. Sie sind alle noch aktive Krankenschwestern? Ich nicht mehr. Sie nicht mehr? Nein. Seit wann nicht mehr? Seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren, ja. Nicht mehr. Hausfrau? Ja, Hausfrau. Wunderbar. Ja. Aber alle anderen sind noch aktive Krankenschwestern. Und ja, wenn Sie jetzt alle zusammen hier in die Show kommen, dann ist in Luzern im Moment Notstand, oder? Ja, schon fast. Gottes meinen. Wer heißt denn alles noch in Eichen? Stellen Sie sich doch mal einzeln vor, bitte. Ziegler. Von Almen. Kreist. Graf. Kolbe. Klappt ja wunderbar. Klappt ja wunderbar. Geschwister in Eichen heißen eigentlich so. Aber es waren also 9 Schwestern und Sie waren alle Krankenschwester. Ist das ein genetisches Problem oder woran liegt das? Nein, wir haben Freude am Beruf. Ja. Und ich war die Erste, die den Beruf gelernt hat. Ja. Und Nachahmer. Und die anderen haben dann gesagt, Mensch, das ist ein toller Beruf, den nehme ich auch. Ja. Ja. Eine Frage drängt sich hier auf. Gibt es schon weiblichen Nachwuchs in der Familie? Ja, ich habe 2 Töchter, also einen Sohn auch noch, aber 2 Töchter. Und die kommen auch sehr gerne mit auf meine Nachtwache, die ich habe. Und die sagen schon mal, das möchte ich auch werden. Die haben den gleichen Berufswunsch. Ja. Finde ich großartig. Es ist ein toller Beruf. Es ist ein toller Beruf und das macht viel Spaß. Vor 15 Jahren hat Rudi Ihnen ein Rudigramm gesungen. Genau. Und das war ein sehr verdientes Loblied, wunderbar. Und ich glaube, wenn heute Rudi noch ein Rudigramm singen könnte, dann wüsste ich für wen. Hallo, Frau Stock. Rudi kann es nicht mehr. Aber wir haben jemanden hier, der uns ein Rudigramm für Frau Stock singen wird. Denn sie ist heute unser Hauptgewinn. Und dieser Mann ist Leith Aldin. Leith Aldin hängt im Moment auf den meisten Plakaten in ganz Deutschland. Seine CD ist auf Platz 3 in die Charts gegangen. Hat eine großartige Stimme. Und hier ist er, Leith Aldin. Lass dich überraschen, schnell kann was geschehen, dass auch deine Wünsche in Erfüllung gehen. Du bist 6 Richtige mit Zusatzzahl. Ich zog mit dir einfach das große Los. Du und das Glück fiel mir in den Schoß. Ich find dich toll als Roulette, als Lotto-Torto-Rennquintett. Ich bin der Liebste, egal was ich tu. Vielen Dank, dass ich mit Sie singen durfte.
Vielen Dank den Geschwistern Inneichen. Vielen Dank Leif Aldin. Und vielen Dank Frau Stock. Ja. Kuppelshows im deutschen Fernsehen. Wer hat's erfunden? Keine Frage. Hier ist das Original. Hier ist Herzblatt. Danke, danke. Danke schön. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Was machen Sie beruflich? Ich bin Feinmechaniker vom Beruf. Feinmechaniker? Ja. Mit so einem Körper. Schon machst du mit so einem Gesicht. Ob sich der Kandidat diesen Satz wirklich selber ausgedacht hat. Das ist ja sympathisch, wenn man quasi über sich selbst lacht. Clever. Was halten Sie von einem hochachselten Bodybuilder in einem Grauchledern mit einem Wolperdinger auf dem Hut? Was haben Sie denn genau gefragt? Was haltest du? Nein, auf Deutsch. Auch Deutsch. So. Eigentlich müsste jetzt was unten so eine Dolmetscherleiste laufen mit der Übersetzung. Mit einem Wolperdinger. Mit einem Ungeheuer auf dem Hut. Stopp! Stopp! Was passiert da drüben gerade? Ja, da ist irgend so ein Typ in einer kurzen Hose mit einem Ungeheuer auf dem Kopf, der nicht gerade aussprechen kann. Und der soll uns als seine Herzblätter auswählen. Wo sind wir hier? Hier ist Ihr Herzblatt. Hey! Ja, wo gehen denn da die Augen hin? Ja. Es gibt viel zu tun. Ja, bitte? Es gibt viel zu tun. Packen Sie es an. Ne? Bei dem Körperbau und bei der Kraft, da weiß er, wo er hinlangen muss. Und wie man ja gehört hat, als Feinmechaniker bringt er auch die Zärtlichkeit mit. Der große Moment. Amen. Man hört eine Stimme und man hat ja so Assoziationen, man denkt, wow, der wird ja so breitschultrig sein und so groß und diese tiefe Stimme. Und da kommt da so ein kleiner Pygmäe raus und man denkt, ach du Scheiße. Schlägt sich die Hände vors Gesicht und denkt, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Hier ist Ihr Dieses um Kontenance bemühte Gucken, ja, der Kandidaten. Als sich dann diese wundervolle Trennwand geöffnet hat und dann immer so die Kinnlade runtergefallen ist bei den Frauen, da habe ich dann schon ein bisschen Hähne empfunden, das muss ich zugeben. Wir machen beide Urlaub am Amazonas, in dem es vor Krokodilen nur so wimmelt. Ich fahre allein mit dem Boot hinaus, der Kahn schlägt voll Wasser, droht zu sinken. Kandidat Nummer 2, was tun Sie, um mich zu retten? Das tat mir echt tierisch leid, Herr Müller. 30 Jahre Fernsehen und ich schwitze nie. Und heute möchte ich Ihnen mal verraten, warum nicht. Sie wissen nicht, warum ich nie schwitze. Soll ich Ihnen mal zeigen? Ja? Ich zeige es Ihnen. Haha! Der hat immer Quatsch gemacht, immer. Und hat sich immer selber auf die Schippe genommen. Das hat mir sehr gut gefallen.14 Jahre hat die Sendung Herzblatt gegeben. Insgesamt waren es 7 Moderatoren und 3 davon sind heute hier. Hera Lynn, Pierre Geisenzetter und Christian Clerici. Hallo. Hi. Schön, dass ihr da seid. Hallo, vielen Dank. Hallo. Ja, Herzblatt. Am Anfang erstmal bist du noch Zuschauer gewesen. Ja. Hast du Rudi schon beim Herzblatt gesehen? Ja, das war in den 80ern. Wir lebten damals im Vogtland, meine Mutter, unser Fernseher und ich. Und der war so alt, der war gleichzeitig unsere Heizung. Und jeden Freitag lief dann Rudi Carrell in Schwarz-Weiß über die Flimmerkiste. Und das war immer ein wunderschöner Einstieg ins Wochenende. Und ich glaube, jetzt auch stellvertretend für meine Mutter zu sprechen. Danke, Rudi. Wunderbar. Ja, so, da hat er mal eine Duftmarke gesetzt. So macht man das. Schöne Kandidatin war dabei. Ne? Hast du nicht mal so überlegt, du würdest vielleicht selber gerne mal auf der anderen Seite stehen? Ich war da komplett raus aus der Nummer. Also ich habe vor allem damals, ich war im schwierigen Alter und ich habe mich noch nicht so richtig orientiert gehabt. Und ich musste da auch als Spielleiter, ich durfte da auch nicht, stand auf meinem Vertrag drin, lass die Finger von den Kandidaten. Die Finger von den Kandidaten. Und ich habe mich da immer dran gehalten und gut war es so. Ne? Hera, wo hast du die ersten Sendungen gesehen? Ja, ich war ja auch noch Kind und meine Eltern hatten ja keinen Fernseher, jedenfalls nicht offiziell. Also wir guckten das im Wäschekeller.
Ja, unser Fernseher stand aus moralischen Gründen im Keller. Und wenn Rudi Carrell kam, ging die ganze Familie in den Wäschekeller. Dann haben wir so die Bettlaken beiseite geschoben und die Oberhemden vom Vater. Und dann haben wir das doch geguckt. Und ich habe ihn geliebt. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwann mal selbst bekomme. Und dann haben Sie die Nachfolge angetreten? Ja, das war ein schweres Erbe. Verdammt nochmal. Ja, ich war erstens die einzige Frau jemals, die das gemacht hat. Und zweitens hatte ich gerade mein viertes Kind gekriegt. Still-BH-Größe Doppel-D. Viel, viel dicke Hefe. Ja, also schrecklich. Ich hatte das Baby mit. Es war 3 Wochen alt. Ja, und ich glaube, na gut, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie Camilla nach Lady Di. Also, es war ein schweres Erbe. Ich denke, du hast es großartig gemacht. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Außerdem sah ich aus wie meine Mutter. Ich hatte ja eine Dauerwelle. Schrecklich. Meine Mutter. Ihr wart alle Moderatoren beim Herzblatt. Ihr wart alle Zuschauer beim Herzblatt. Jetzt habt ihr dann die Chance, ob ihr wollt oder nicht. Jetzt seid ihr Kandidaten. Wir spielen Mini-Herzblatt mit 2 Kandidaten. Ja. Mit dem Platz. Den Platz, jetzt müssen wir erstmal hier so ein bisschen die Wand vorziehen. Die Wand, ne? So, damit die auch nicht wissen, was hier vor sich geht. So. Also, hier kommt unsere Pickerin Angela aus Berlin. Okay, dann würde ich sagen, Vera, übernehmen Sie. Einmal darf ich noch. Also, liebe Angela, wie schön, dass Sie bei uns sind. Zu meiner Zeit siezte ich alle noch. Liebe Angela. Ich freue mich, dass ich heute hier sein muss. Ich freue mich auch sehr, dass wir Sie gewinnen konnten. Was machen Sie beruflich? Ja, ich für so ein kleines, erfolgreiches Familienunternehmen möchte ich sagen. Und was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ja, also ich backe gern Pflaumenkuchen, dann gehe ich gern wandern und dann habe ich aber so viele Hobbys, die kann ich mir gar nicht alle merken. Okay. Und ja. Wie sieht Ihr Traummann aus? Auch mein Traummann, also ganz ehrlich, entre nous, das möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so gern verraten, sonst wird Joachim nämlich nachher wieder sauer. Okay, liebe Kandidaten, euch muss ich nichts erklären. Wir legen los, auf geht's in die erste Runde. Komm, wir gehen. Komm, wir gehen. Kandidat Nummer 1, ich habe mich verwählt und habe dich plötzlich in der Leitung. Was machst du, um mich dran zu behalten? Also ganz ehrlich, Angela, ich habe ja auch schon mal gedacht, ich hätte mich verwählt und es wäre sehr dramatisch gewesen. Aber ich finde, du machst deine Sache inzwischen ganz ordentlich. Ja, das finde ich auch. Kandidat Nummer 2, was wünschst du dir von mir? Eigentlich nichts. Also nicht persönlich nehmen. Ja, nein, Entschuldigung, es geht so. Ich bin sehr glücklich, danke der Nachfrage. Ich bin Österreicher und habe auch meinen Stolz. Und ich muss ja auch nicht immer jeden Gipfel mitnehmen. Ja, ja, also eigentlich wäre der ja perfektes nächste Damenprogramm, oder? Okay, warten wir mal ab. In der zweiten Runde kam ja immer der berühmte Klassiker, wo die Kandidaten einander bewerten. Aha. Ich würde sagen, ich bitte um die Fragen. Ja, gut. Also, Kandidat Nummer 1. Weshalb passen Kandidat Nummer 2 und ich überhaupt gar nicht zusammen? Also, wenn ich den jungen Herrn so anschaue, dann finde ich eigentlich schon, dass ihr ganz gut zusammenpassen würdet, denn er schaut mindestens so gut aus wie George Clooney und ist wahnsinnig charmant. Ich werde ganz blass vor Neid. Also, wenn du wirklich den Traummann haben möchtest, dann solltest du Kandidat Nummer 2 nehmen. Ja, das hört sich ja schon mal sehr gut an. Ich glaube, da muss ich jetzt wirklich überlegen. Also, Kandidat 2, weshalb wird aus mir und Kandidat Nummer 1 nie ein Traumpaar? Na, das wird großartig. Das ist, der ist super, der Typ. Der hat das ganze Leben vor sich. Der ist viel jünger als ich. Er sieht besser aus, ist groß gewachsen, ist einfach umwerfend und passt so gewichtsmäßig, glaube ich, auch viel besser zu dir, Ihnen. Boah. Frau. Also das habe ich noch nie erlebt, dass die Kandidaten einander so loben. Eigentlich wollten sie ja immer selber ran. Ja, ja, ich würde sagen, damit Sie sich besser entscheiden können, unsere Susi wird das jetzt alles noch mal zusammenfassen. Also, liebe Angela, wer soll denn nun dein Herzblatt sein? Kandidat 1, der Mann, der sich gerne mal verwählt? Oder der österreichische George Clooney mit Gipfelerfahrung? Tja, nun musst du dich entscheiden. Wer soll denn nun dein Herzblatt sein? Angela? Ja. Oh. Das müssen Sie ausnahmsweise mal wählen. Ja, also kleines Wortspiel. Ja. Einen müssen Sie jetzt nehmen.
Na, schwierig. Sind beide gut aussehend. Also ich glaube, dann nehme ich den mit dem Gipfel. Ja. Okay, dann darf ich Kandidat 1 bitten, dich sehen zu lassen. Kandidat 1, du darfst jetzt einfach so kommen. Das ist Angela aus Berlin. Leider nichts geworden. Ja, sehr schade, aber vielleicht noch mal kleine Privataudienz bei Moment. Mir. Moment, ja, die Hose ist für das Herzblatt. Ach so. Ach so, ja. Macht nichts. Vielleicht beim nächsten Mal. Tschüss. Der hätte mir aber ganz gut gefallen. Der war gut, ne? Ja. So, also, hier ist Ihr Herzblatt. Nee. Also ich habe einen kleinen Trost für euch. Ihr müsst nicht mit dem Herzblatt-Hubschrauber fliegen. Ihr müsst nur darüber zu der Bank gehen. Joachim hätte mir besser gefallen. Das ist der Plan für Wahnsinn. Komm zu mir. Ja, ich glaube, da waren doch einige froh, dass der Herzblatt-Hubschrauber mittlerweile wirklich in Rente gegangen ist. Man kann jetzt leider, leider nicht mit dem Hubschrauber ins Wochenende starten. Aber man kann jetzt in etwa ermessen, wie sich die Kandidaten tatsächlich gefühlt haben. Ne? Also es war ja so, dass die ganz viele während dieser Produktion sich kennengelernt haben, aber es sind eigentlich alle zusammengekommen, aber nie die eigentlich sollten. Es gab in Unterföhring, wo das produziert worden, eben so ein Kandidatenhotel. Und das war so praktisch die Abteilung Sodom und Gomorra. 18 bis 25-jährige spaßhungrige Jugendliche, die also nichts anderes tun wollten, als die Welt zu erobern. Ja. Es gab zum Beispiel, um es mal ganz klar zu sagen, es gab einen Portier dort im Hotel Nestor. Das war, glaube ich, der Herr Müller oder Herr Huber. Genau. Und das war so gang und gäbe, dass dann also zum Beispiel Kandidat 3 ins Hotel kam und sagte, Herr Huber, mich wecken Sie dann um 8, die Zimmernummer sage ich Ihnen noch. Ja. So. Und, So, danke Antonia Romatowski, die Stimme von Angela Merkel. Und jetzt singt für alle Herzblätter und natürlich vor allem für sein Herzblatt. Leith Aldin, sein Hit, Keine wie du. Die Sonne versinken tief im West, sah wie das Meer dort den Himmel berührt. Traf tausend Leute, die schlimmsten und die besten, hab ihre Lieder und Geschichten gehört. Ich war im Norden, im Osten und im Süden, sprach mit Träumen voller Wirklichkeit, begegnete dem Wahren und den Lügen. Manchmal mit und manchmal gegen die Zeit. Ich war ganz am Ende der Welt, bei Königen und solchen, die sich dafür hielten, auf Schiffen, die im nächsten Sturm zerschellen. Ich war keine wie du, keine wie du, keine wie du, keine wie du. Oh, oh, oh.
Gott, ich folgte jeder Spur. Ich kam von der Mündung an die Quelle und mein Weg endet hier. Ich begrüße jetzt in unserer Runde Jürgen Trimborn, den Autor von Rudis Biografie Ein Leben für die Show. Herr Trimborn, Sie haben Rudi erst in den letzten Monaten auch kennengelernt. Ja, also die Zusammenarbeit für das Buch begann eigentlich wirklich erst, nachdem er sich schon aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, nach diesem bewegenden Abschied vom Bildschirm. Und da kam mir eigentlich die Idee, was für ein Mann, was für ein Leben, was für eine Karriere, was für ein Buch das doch eigentlich wäre. Warum gibt es keine Rudi Carrell-Biografie? Ich habe Kontakt mit ihm aufgenommen und habe gesagt, ich würde wahnsinnig gerne dieses Buch machen, nur wenn Sie mitmachen, nur wenn Sie einverstanden sind. Und glücklicherweise war er es und er hat wirklich bis ganz zum Schluss mitgearbeitet. Wie oft waren Sie da? Wie stelle ich mir das vor? Sie haben mit ihm Stunden zusammengesessen? Ja, also es gab lange Treffen, die wurden von Mal zu Mal kürzer, weil seine Kraft natürlich nachließ. Aber das erste Mal waren es gleich 5 Stunden, wo wir sehr viel gesprochen haben, wo wir zusammen Fotos ausgesucht haben fürs Buch auch. Und später, als es dann mit seiner Stimme natürlich schwerer wurde, haben wir sehr viel per E-Mail gemacht. Und das sehr intensiv, jeden Tag. Und er hat wirklich, wenn ich morgens Fragen geschickt habe, hatte ich nachmittags die ganzen Antworten. Also er hat da wirklich einen ganz großen Anteil genommen und er hat das Buch eigentlich möglich gemacht. Rudi hat zu mir gesagt, wichtig ist für mich, dass ihr mich so behandelt, wie ihr mich immer behandelt habt. Ich will lachen, vor allem lachen. Hat er in den letzten Monaten bei der Arbeit an diesem Buch immer noch gelacht? Absolut, ja. Es gab keine wehmütigen Momente, wo man ja jetzt denken könnte, wenn man in alten Fotokisten wühlt, wenn er aus der Kindheit Jugend erzählt, dann könnte es eben auch wehmütige Momente geben. Gab es überhaupt nicht. Also es war wirklich sehr fröhlich und er war in einer ja wahnsinnig positiven Stimmung. Er sagte, ich bin einfach glücklich. Ich habe alles gehabt in meinem Beruf, in meinem Leben. Ich habe alle Fernsehpreise bekommen, ich hatte tolle Urlaube, tolle Häuser, tolle Frauen, ich habe tolle Kinder, tolle Enkelkinder. Wer soll glücklich von dieser Welt gehen, wenn nicht ich? Das war wirklich die Einstellung. Er hat bei seinem letzten Auftritt dem Tod ins Gesicht gelacht. Und ich glaube, wie kann man schöner sein Leben beenden als so? Jürgen Trimborn, ich danke Ihnen ganz herzlich. Jürgen, was bleibt? Auf jeden Fall für die nächsten 50 Jahre Wiederholungen, Wiederholungen, Wiederholungen. Kurt, du hast persönlich von ihm Abschied genommen. Ja, ich habe das Buch gelesen vor einem Monat und das hat mich dann sehr berührt. Und ich habe meiner Frau gesagt, du, wir waren noch nie in Holland und wir wollen uns jetzt in Holland von Rudi verabschieden. Dann sind wir nach Holland gefahren und haben dann seinen Wohnort besucht. Wir haben dann einen Tag lang in Alkmaar zugebracht und haben viel über Rudi Carrell geredet. Meine Frau hat ihn auch so am Rande noch gekannt. Ich habe ihm alle Erlebnisse erzählt, die ich mit ihm gehabt hatte, samt dem Bier natürlich, das ich durch ihn dann auch kennengelernt habe. Und dann sind wir in die Kirche gegangen und haben uns innerlich beide von Rudi verabschiedet. Und das vor einem Monat. In Alkmaar wird jedes Jahr der berühmte Markt, der Käsemarkt, wieder eröffnet durch einen Glockenschlag. Und gestern hat Annemieke Kesseler, Rudis Tochter, diesen Markt eröffnet und sie hat uns einiges gesagt über ihren Vater.
Für mich ist es eine sehr große Ehre, dass ich jetzt hier auch die Glocke läuten darf. Vor allen Dingen, weil er diesen Platz, wo wir heute sind, auch in seinen Shows verarbeitet hat. Als ich diese Reportage zum 60. Geburtstag gemacht habe, habe ich sehr viele alte Sendungen wieder gesehen. Und das war damals, als die das erste Mal gesendet wurde, war ich in der Pubertät. Da findest du immer alles schrecklich, was deine Eltern machen. Und da habe ich dann wieder gesehen, ja, wie toll die Sachen eigentlich waren. Und sowas wie Rudi gibt es halt nicht mehr, bin ich der Meinung. Also, und das finde ich eigentlich sehr schade. Ein deutscher Fernsehpreis, 6 Bambis, Golden Europa, 3 Goldene Löwen, deutscher Comedypreis, Ehrenrose von Montreux, alles Preise und man kann auch sagen, auch eine Bilanz. Und er hat jeden einzelnen Preis verdient. Du hast den goldenen Bambi gekriegt? Ja. Gratuliere. Danke. Bitte. Der Bambi, 1998, geht an die Sendung. 7 Tage, 7 Köpfe. Für mich ist es das 5. Bambi in 33 Jahren. Ja, aber es war jedes Mal, alle 5 Male vom Publikum, von den Zuschauern, ein Bambi bekommen. Gerade in der heutigen Zeit das Wichtigste, was es gibt, ne? Publikum. Ich muss eben erklären, was wir machen. Rudi, ist kein... Du hast auch den goldenen Bildschirm gekriegt, ne? Goldenen Bildschirm. Ja. Gratuliere. Danke. Ja. Ich brauche die Zuschauer, das war nicht zu erklären, weil sie werden nach 90 Minuten genau wissen, was so los ist in unserer Sendung. Kein Quiz, es ist nur ein Spiel mit Kandidaten. Rudi, die goldene Kamera hast du auch, ne? Ja, goldene Kamera habe ich auch. Gratuliere. Danke sehr. Heinz, bitte, hör damit auf. Ja. Na schön. Was? Es war eine Ehre, in diesem Land und vor diesem Publikum Fernsehen machen zu dürfen. Für alles herzlichen Dank. Alles Gute. Danke bei allen Gästen fürs Kommen. Danke bei Ihnen fürs Zuschauen und danke, Rudi. Schaumer-Server, sein Beruf, ein Beruf, ein Beruf, den der Teufel sucht. Scheint auch sehr glamourös, dieser Job und seriös. Ein Beruf mit keinem Mann, der an eine hohe Rente denkt. Wer das hier ist, ganz egal. Rudi war das ganz egal. Ein Beruf, den der Teufel schuf. Man hat einen Deck gesucht, man hat er seinen Job verfügt. Trotzdem war ihm ziemlich sogar, dass die Show für ihn daneben war. Pass mal auf, auf den Weg.